Grüßt euch ganz herzlich, meine lieben Freunde, und ich mache den Militärgruß, denn wir sind auf der Invictus Launch Week am 7. Tag und Anvil Aerospace stellt heute seine Exponate hier in New Babbage im Turbin Expo Center aus. Mit dabei ist heute wieder der Miku, grüß dich. Grüß Gott. Dann ist der Puck mit dabei. Servus. Ebenso begleitet uns der Raybird. Moin Moin. Der Silent Bug ist auch am Start. Hallo zusammen. Und noch über Mobiglas Intercom verbunden ist der Sperling. Der ist noch unterwegs. Hallo. Hallo. So, und wir gucken uns heute wie immer natürlich die Schiffe ganz gemütlich an mit knackigen, ja, so 17, 18 FPS. Das passt schon. Ja, ist immer so ein bisschen willkürlich das Ganze. Der Miko hat natürlich 30, ne? Ist ja klar. Nein, 25. So, wo wollen wir anfangen? Komm, fangen wir mit der Arrow an hier vorne. Die Arrow, ein leichter Fighter, für mich mit das absolut beste leichte Fighterschiff, was es gibt. Streiten sich immer so ein bisschen die Geister, ne? Wegen Gladius, Arrow, Gladius, Gladius, Arrow, ne? Ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber ihr könnt dieses Ding einfach super bestücken und das Ding ist unheimlich gut bewaffnet. Und was es besonders macht, es ist extrem agil. Also das ist so wendig, das Ding. Und ihr könnt damit Gas geben ohne Ende im Afterburner. Ihr könnt bremsen, umdrehen, beschleunigen. Es ist der absolute Wahnsinn. Ne? Es ist übrigens nach der Valkyrie das zweite Schiff des Unternehmens, was damals gebaut wurde und als Flight Ready vorgestellt und veröffentlicht wurde. Und ist sogar als direkter Konkurrent zur Gladius gebaut worden. Ne? Das wusste ich auch noch nicht, aber ist wohl so. Und ist für seine Größenklasse, ist halt ideal als Einsitzer, ne, für Trägerschiffe auch geeignet und kann halt dadurch, dass sie die Flügel hier oben hochklappt, ist sehr, sehr platzsparend das Ganze. Ja, der Puck steigt mal ein, so sieht das Ganze dann aus. Ne, auch sehr, sehr cool. Ja, ich flieg das Ding unheimlich gerne. Ne, richtig geiles Ding. Und Bewaffnung ist auch nicht ohne. Ne? Wir haben insgesamt, erstmal auf die Länge oder auf die Größe zu kommen, 17,25 in der Länge, 12,25 in der Breite und 4,5 in der Höhe. Mit hochgeklappten Flügeln, versteht sich natürlich. Ne, dann haben wir hier eine ordentliche Bewaffnung, alles gegimbelt. Wir haben zweimal, das heißt zwei Scorpion GT 215 Gatling hier dran, ballistische auf beiden Seiten, einmal hier und einmal auf der anderen Seite. Da hängen die auch an der Flügel. Und dann haben wir oben auf dem Turm, ne, das ist ein Turm, der ist weder remote, obwohl er ist remote, aber er wird einfach automatisch mitgenutzt. Also ihr müsst ihn nicht extra ansteuern, ist ja eh nur ein Einsetzer. Und da haben wir nochmal zweimal Size 1 auch gegimbelt, CF 117 Bulldog Laser Repeater dran. Und das Besondere an diesem ganzen Ding, es sind alles Size 3 Hardpoints. Das heißt also, das Coole hier oben an diesem Arrow-Turm ist, ihr könnt diesen kompletten Turm abbauen und eine Size 3 Kanone da oben ranbauen. Ne, das heißt, ihr habt dann insgesamt, wenn ihr das möchtet, fix 3 Size 3 Kanonen hier dran. Ne, und das ist für so einen kleinen Fighter schon echt eine Menge. Ich würde euch dann empfehlen, auf jeden Fall gute Komponenten reinzubauen, denn wenn ihr das Ganze dann auch noch übertakten wollt, dann seid ihr sehr schnell überhitzt. Ne? Darum muss halt wirklich ziemlich gute Komponenten rein. Entweder Military oder Competition. Ja, Competition ist auch immer sehr gut, was die Überhitzung angeht. Und ja, total geil. So, dann haben wir noch 6x Size 2 Raketen an dem Ding. Die hängen hier oben. Obwohl das sieht, obwohl doch, das müsste Size 2 sein, obwohl das eine eher aussieht wie Size 1. Ja, aber es müssten aber eigentlich 6x Size 2 sein. Ja, man und ansonsten. Auch, ja? Man kann auch 16x Size 1 ranbauen. Und genau. Zwar sind es die Jericho. Ja, genau. Die haben kein Zielsystem, sondern die Dampfer, werden, ne? Direkt abgeschossen, wie eben, also man muss im Ziel sein und dann. Wie eine Kanone ballistisch. Ja, ja, auch total geil. Also wer das beherrscht, richtig cool. Das baut ihr dann hier einfach die Halterung um. Ne? Und das ist ja sowieso so eine Sache, das kann man ja immer machen, ne? Diese ganzen Sachen. Dann kann man sich auch 4 zum Beispiel ranbauen, von einer Size kleiner und so. Ne? Das geht alles schon. Auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Ja, geiles Schiff. Also ich finde das wirklich für jeden Bounty Hunter, für jeden, der irgendwie was mit Kämpfen macht, mit Schiffskampf ist das eigentlich ein Muss, das Ding zumindest mal ausprobieren. Und diese Chance habt ihr halt jetzt. Ne? Einfach mal hin, rennt und das Ding mal fliegen. Das ist wirklich enorm. Nur aufpassen, ne? Ganz wichtig.
hier vorne, da sticht man sich gerne mal ein Auge aus. Deswegen ist es, müsste eigentlich ein kleines rotes Fähnchen dran. So. Aber es ist ein Megaschiff. Also in den Händen von einem fähigen Piloten. Nee, kriegst du nicht. Ab. Kriegst du nicht. Ne, wir trainieren das ja gerade bei den Yellow Hands mit diesem Ding, um ein etwas größeres Schiff zu straven. Und wenn du es wirklich drauf hast und diesen richtigen Punkt erwischt, dann kann noch nicht mal eine Miss sich da mitdrehen. Ne, du kriegst es einfach nicht eingeholt. Ne, natürlich hat das auch wieder ein bisschen was mit zu tun, wer in der Miss sitzt. Ne, denn es gibt ja natürlich auch noch die Chance zu decouplen, zu beschleunigen, sich zu drehen. Ne, das ist natürlich ein ewiges Hin und Her. Aber nichtsdestotrotz, wie du schon sagst, wenn der Pilot fliegen kann, dann ist das kriegst du nicht vor die Flinte, das Ding. Das ist unglaublich. Ich glaube, unter anderem mit der Talon und der... Eins ist doch noch so wendig. Welches war das denn noch? Ich weiß es jetzt nicht genau. Auf jeden Fall die Arrow und die Talon, die sind wirklich unglaublich wendig. Richtig geil. Und natürlich auch schwer zu treffen, ne? Durch den schmalen Schnitt hier, wenn die Flügel runtergeklappt sind, ist das Ding wirklich sehr flach. Ne? Und ja, kann ich wirklich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Gut. Habe ich was vergessen? Ach ja, 0 SCUs hat das Ding übrigens. Aber ist auch klar, ne? Ist ja ein Fighter, was willst du damit, eine Kiste transportieren? Jo. Hat sie einen Quantum Drive? Ja. Ein Quantum Drive hat die, ja. Ich glaube sogar einen Jump Drive. Mittlerweile haben aber auch fast alle Schiffe einen Jump Drive. Das war am Anfang mal anders gedacht. Das war zum Beispiel bei der Aurora-Reihe. Da sollte wohl eigentlich nur die Luxus-Variante einen Jump Drive bekommen, wenn ich da richtig informiert bin. Aber mittlerweile haben sehr viele Schiffe einen Jump Drive bekommen. Ne, aber naja, müssen wir mal abwarten, wie das dann letztendlich wird und was das dann auch bedeutet, wenn ein kleines Schiff durchs Jumpgate fliegt und ein großes, ne, was der Unterschied ist. Mal schauen. Gut, dann würde ich sagen, Die Reichweite wird es sein, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, unterschiedliche, ne? Reichweite damit. Ja. Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass du kurze Sprünge machen kannst, aber halt die langen dann halt nicht. Microtech Hurst geht nicht. Nee, ich meine ein Jump Drive, kein Quantum Drive. Ach so, ne, wirklich ach so, so ein okay, Quantum Drive haben sie alle. Also fast alle, ja, außer ein paar kleine Snapfighter, die nicht, aber und halt auch der SSV, nee, wie heißt der? MPUV, die haben auch keine. Ja, der hat ja nicht mal ein Quantum. Ja, ja, genau. So, dann haben wir hier die, das ist das, waren wir ja schon bei Shuttle gerade und das ist die C8 Pisces oder besser gesagt die C8X Pisces, denn das ist die Expeditionsvariante. Erkennt ihr ganz gut an dem weißen Skin. Ne, das Ganze gibt es auch nochmal in Grau. Meine ich aber auch gelesen zu haben, dass die graue Variante relativ selten ist und auch begrenzt. Die ist auch limitiert, glaube ich sogar, die graue Variante. Wo ich das gar nicht verstehe, weil die eigentlich viel besser ist. Ne, die hat nämlich zusätzliche zwei Hardpoints hier unter den Flügeln. Obwohl die wahrscheinlich im Moment noch, ja, das haben sie auch noch gar nicht überarbeitet. Die sind hier einfach so reingeflanscht, da muss eigentlich noch was hin. Ne? Und Raketen hat sie auch, aber ich glaube, das hat die normale auch. Aber diese beiden Hardpoints hier unter den Flügeln, die sind auch jedenfalls bei der Expedition-Variante zusätzlich. Und die sollten eigentlich bei der normalen Variante nicht da sein. So, dann haben wir hier zweimal Size Ice, eins gegimbelt, CF-117 Bulldog Laser Repeater. Hier vorne, ne? Könnt ihr natürlich auch ungegimmelt machen, dann habt ihr ein Size Hardpoint Größe, also dann letztendlich Size 2 und das Ganze geht hier unten unter den Flügeln auch, obwohl das halt Size 1 ist und das ist auch fix und das sind, das sollten eigentlich Omni Sky 3 sein, aber es sieht eigentlich nicht nach Omni Sky aus, ne? Ah, mit den Waffen, das kann sich alles mal geändert haben, dann haben wir noch zwei Size 1 Raketen da dran in dem Ding. Ja, aber sonst wirklich ein sehr, sehr schönes Shuttle, muss ich sagen. Sitko? Ja. Das sind Omnisky 3. Sind echt Omnisky? Haben die Omnisky, glaube ich, immer? Obwohl, ja. Kann sein. Ich bin immer so verwirrt von dem AR. Aber ja, gut. Vielleicht habe ich auch gerade irgendwie einen Gehirnwurm. So, dann haben wir insgesamt hier eine Größe von 16, 12, 8. Länge, Breite, Höhe. 4 Standard-Cargo-Units können wir bei dem Ding mitnehmen. Das geht. Also es ist wirklich ein richtig schönes kleines Shuttle, wo man auch mal machen kann. Ne? Und was letztendlich dann standardmäßig auch auf der Carrick sein sollte natürlich. Ne? Wir haben noch zwei Sitze hier, links und rechts, wo wir ihn mitnehmen können. Da vorne haben wir den Pilotensitz. Das Ding ist auch agil, es ist schnell, ihr kommt überall mit hin. Es ist spritsparend. Wirklich toll. Tolles Ding.
So, ist, glaube ich, auch standardmäßig bei einer Carrick dabei, ne, wenn man sich eine Carrick holt, oder? Sollte das eigentlich ein Paket mit drin sein. Zumindest war das mal so. Ich glaube, es gibt zwei verschiedene. Einmal mit, einmal ohne Pisces. Ah, okay. Ja, am Anfang, das, die Konzeptverkäufe waren, glaube ich, immer inklusive Pisces. Na, auf jeden Fall toll. Ich finde das auch, das Design richtig cool. Ne, ist für mich einfach so der Inbegriff eines Shuttles. Ja, es wirkt wie aus Star Trek. Ja, wirkt irgendwie aus ganz auch so auch hier, wie heißt es? Stargate zum Beispiel. Ne, es gibt, ich weiß nicht, hat irgendwie so ein, ja genau, so einfach so ein Shuttle-Feeling. Aber auch der Afterburner-Speed ist richtig groß, richtig klasse bei dem. Ja. 1150. Ja, krass. Wobei ich am Anfang hatte ich echt so ein bisschen mein Problem mit dem Design von dem Schiff. Von dem kleinen hier? Mittlerweile liebe ich es. Mm, so ging es mir damals bei der Cutters Black. Vielleicht ganz furchtbar. Aber mittlerweile finde ich es geil. So. Ist halt ein schönes kleines Shuttle von Station zum Mond oder so. Ja, ja genau. Ne, da, wo die Carrick nicht hinkommt, fliegt dann letztendlich die Pisces hin. Ne, das ist ja gerade später auch, das ist ja ein Exploration-Schiff, die Carrick, die gucken wir uns übrigens auch gleich noch an. Ne, da wird es hundertprozentig Orte geben, wo dieses Schiff nicht hin kann. Und mit so einem dicken Brocken immer auf den Mond oder Planeten zu eiern, das ist natürlich jetzt auch nicht die Lösung. Ne, das kostet alles Zeit und Sprit und Ressourcen und was nicht alles. Da nimmt man dann halt einen Shuttle, so wie ich das gehört. So, kommen wir zu dem Traum eines jeden Kopfgeldjäger-Anfängers. Und zwar zu Anvil Hawk. Ne, hier ist der Name Programm. Das Ding sieht wirklich aus wie so ein kleiner, wie ein kleiner Vogel. Richtig geil. Sehr wendig, ein leichter Fighter für eine Person. Ne, hat keine Raketen. Zumindest war das mal so. Ich guck mal ganz kurz, ob wir welche sehen. Aber eigentlich sollten die hier keine Raketen dran sein. Ja, das da oben ist keine. Das ist ein Feuerlöscher. Ist aber so geil. Hä? Ist das echt ein Feuerlöscher? Oder es könnte auch so eine Einspritzpumpe sein. Für den Boost. Nee, es sind keine Raketen dran. Obwohl, nee, das sind, glaube ich, so wirklich so Hydraulik-Gas-Kanülen. Hat irgendwelche Zwischenspeicher für irgendwas. Genau, steig mal einer ein, das sieht auch ziemlich cool aus. Vorne, in das Cockpit. Wo ist denn hier vorne? Vorne, hier vorne, direkt hier vorne, da. Dann fährt der so raus und dann fährt man da so direkt. Zup. Und dann ist man da drin und dann guckt man hier vorne aus diesem Fenster raus. Komm mal runter, komm. Sehr, sehr geil. Hat hier schon mal einer von euch geflogen? Ja. Ja, ist echt ganz gut. Es ist auch echt nicht schlecht bewaffnet. Also wir haben an dem Ding zweimal Size 1 fix, Zucker Punch des Torsion Cannons. Und viermal Size 2 fixed M4A Laser Cannons. Ne, das ist nicht schlecht für so ein kleines Ding. Ne, und die ist halt was für Fixed-Spieler. Ne, für Joystick, Maus, ja gut, kann man natürlich auch fixed spielen, ist aber ein bisschen schwieriger. Zumindest habe ich mich da immer sehr, sehr schwer mitgetan. Das wollen wir ein Remote-Turret irgendwo einbauen? Ein Remote-Turret? Ob man das einbauen kann, meinst du? Ich weiß es nicht. Irgendwo war bei einer. Ob das jetzt die ist, weiß ich nicht. Nee, hier geht das nicht. Du hast aber hier oben eine EMP drin. Da sitzt da oben diese Scheibe. Das ist ein EMP. Und was dieses Schiff eigentlich auch so das ganz Besondere macht. Das ist echt ganz geil. Das heißt halt EMP das Ziel und dann mit den Sucker Punch und hier unten mit den Laser Cannons dann halt ausschalten, das Ganze. Ne, und auch richtig besonders an dem Teil, auch die übrigens die, also das müsst ihr uns auf jeden Fall auch unbedingt mal ausleihen, mal fliegen, die Ausklappmechanik, ne, wenn das Fahrwerk einfährt, das sieht auch einfach total geil aus. Und hier hinten habt ihr die Gefängniszelle drin, ne, hier hinten könnt ihr reingehen und das Schöne ist, das Ganze ist halt gleichzeitig auch ein Schlafplatz. Da könnt ihr euch ausloggen und das ist auch ziemlich geil. Ob das so bleibt, weiß ich gar nicht, ob das wirklich so im Endeffekt zum Ausloggen gedacht ist. Aber im Moment geht das noch. So, Klappe zu und da ist dunkel. So, und dann könnt ihr euch hier ausloggen. Wollen wir jetzt aber nicht. Wollen wieder verlassen, das Ding. Genau, daneben sieht man noch den Auswurf der Countermeasures hier. Links und rechts. Und was auch total geil ist an dem Ding, hier vorne
Können wir ganz kurz gucken, ob ich das finde. Ja, hier ist die Waffenhalterung. Ne? Hier könnt ihr dann eure Waffe reinklemmen, bevor wir dann praktisch in das Schiff geht. Total cool. Ja, ist ein cooles Schiff. Claudius praktisch. Macht schon echt Spaß. Also, dass Waffen verstauen kann. Ja. Ne, und diese ganze Mechanik hier, das ist schon auch sehr detailliert ausgearbeitet schon. Hier so ein bisschen angeschlagen, hier das Metall. Saugut. Ja, gefällt mir gut. Das Einzige, um jetzt mal einen Kritikpunkt zu nennen, ist, ich finde, wenn das steht so ein bisschen so wie so ein Storch im Wasser, finde ich. Ich finde, das Fahrwerk guckt ganz schön weit raus. Aber gut. Ne? Daran soll es jetzt nicht liegen. Deswegen dem unteren Turm, ne? Deswegen müssen sie es so hoch machen. Ja, ja, genau. Sonst ist ja beim Landen der Turm immer im Weg. Ja. Tja, gut. Das hintere Fahrwerk. Das hintere Fahrwerk sieht aus, als hätte es einen hochhackigen Schuh an. Ah, da stehst du doch drauf. Hör auf. Ein Kommentar. Stille. deswegen hat er sich ja so genau angeschaut. Ja, genau. Moin, wie finde ich das aber ganz sexy, das Schiff? Einen Screenshot gemacht. Genau. So, und hier haben wir auch ein Schiff, was ich besonders vom Design richtig geil finde. Die U4A3 Terrapin, so heißt sie richtig. Oder wahrscheinlich heißt sie U4A3 Terrapin. Das ist ein Pathfinder, was speziell Scanning und Exploration Einsätze geflogen wird, ist extrem gut gepanzert, hat sehr gute Schilde. Was sie allerdings nicht gut kann, ist kämpfen. Also im Kampf braucht ihr euch damit nicht begeben. Das ist das Einzige, was ihr hier vorne habt zum Kämpfen. Das ist wirklich lächerlich. Ja, das ist nix, ist das. In die Luft ballern. Ich glaube, das sind, glaube ich, Size 2. Zweimal Size 2. Das ist voll vergessen. Aber total geiles Schiff, ne? Auch so von der Animation total gut. Ne? Das sind VTOLs, was da hier, die klappen sich dann nach oben. Das da oben zum Beispiel, diese Klappen, die gehen hoch und die sind meines Erachtens dafür da, dass ihr praktisch das Schiff von Wärme von Wärme befreien könnt, ne? Damit die Signatur letztendlich dann nicht so hoch ist. Ne? Das ist halt so ein bisschen damit gedacht. Und ihr habt hier vorne auch noch eine Panzerung. Die geht auch noch über das Cockpit rüber, wenn ihr das Schiff anmacht oder beziehungsweise wenn ihr das Fahrwerk einfahrt, dann fährt hier oben noch so eine Klappe rüber, so wie das eigentlich auch bei der Carrick noch sein sollte. Das ist aber, glaube ich, noch nicht drin, auch die Antennen noch nicht. Aber da kommen wir gleich zu. Ne, da haben wir 20 Meter in der Länge, 16,5 in der Breite und 7,5 in der Höhe. 0 Standard Cargo Units haben wir da leider auch. Also es ist halt wirklich, es kann nur diesen Job und diese Spielmechanik ist einfach noch nicht drin. Und deswegen seht ihr dieses Schiff auch einfach fast nie im Verse. Ne? Aber irgendwann, wenn das Scanning und Scouting und sowas alles drin ist, dann ist das, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Schiff. So, genau. Auch besonders ist der Eingang hier an der Seite. Ne? Das ist auch nicht oft. Den sucht man übrigens jedes Mal. Welche Seite war es jetzt nochmal? Zumindest geht es mir so. So, und da drin haben wir dann den Scanning-Stuhl. Mega wuchtig, dieses Schiff. Also ja, das ist die Panzerung, ne? Und ich finde, das kommt echt gut rüber. Ja. So, hier irgendwo war hier mal ein Lichtschalter. Aber ich glaube, den haben sie rausgenommen. Meine ich. Ja, selbst wenn man Power on schaltet, geht kein Licht an. Nee, ne? Hat einer gerade einen Helm auf? Nee, ne? Nee. Na gut, dann müssen wir so gucken. So, auf jeden Fall haben wir hier. Flair muss das nächste Mal mitnehmen. Ja, stimmt. Da kann man sie eigentlich an die Privatkutte packen, ne? Naja, auf jeden Fall haben wir hier noch ein Bett, das müsst ihr euch mir jetzt einfach mal glauben. Dann haben wir natürlich noch eine Toilette und wir haben noch hier so ein paar Schränke, die sind aber noch zu. Da sind, glaube ich, auch Komponenten drin, ne? Hier genau, da ist der Schildgenerator bzw. das Powerplant drin, steht wahrscheinlich auch irgendwo dran. Ja, da steht's, Powerplant. Hier hinten haben wir auch noch ein paar Komponenten verbaut und da vorne ist dann das Cockpit. Ja, ist ein Schiff, was für ein bis zwei Personen gedacht ist, aber wie gesagt, dadurch, dass es null Standard-Cargo-Units hat, könnt ihr damit noch nicht mal irgendwie was transportieren. Ihr könnt eine Kiste von A nach B transportieren, aber selbst wenn ihr irgendwas abminert und da Kisten generiert und die in den Innenraum stellt, selbst dann könnt ihr sie meines Erachtens nicht verkaufen. Ah ja, hier ist einer mit Licht. Sehr gut. Ja, leuchte uns. Genau, da ist das Bett, da sind noch ein paar Komponenten. Da sind auch noch ein paar Schränke da an der Stelle. Ja,
ja, ihr habt das auch schon in meinen Videos gesehen. Ne? Das, wir werden das auch immer mal wieder. Puck, alles gut? Ah ja, okay. Du schwebst hier so rum. Das sind die Schuhe, die voll neu. Ja, aber wie gesagt, Manövrierfähigkeit und Waffen, also groß in den Kampf, da solltet ihr euch wirklich eher verdrücken. Aber ich finde es auch trotzdem vom Design her, finde ich es einfach saugelungen. Finde ich, gefällt mir total gut. Ist auch schon relativ alt, also. Eventuell ist ja die Fluchtgeschwindigkeit recht hoch und wenn er gut gepanzert ist, kann man sie ja auch schön abhauen. Genau, aber eigentlich ist es ein Schiff, was eher unentdeckt bleiben will. Ne, das ist jetzt kein ja, Schiff, eben, was ne, offensiv aber, wenn es halt entdeckt wird, muss es, deswegen ist es halt gepanzert. Genau, auch, gepanzert und dann Gas geben. Ne? Genau. Der Afterburner Speed liegt dabei bei dem Teil 1204. Naja, das ist das eine, das ist der schnellste. Genau, mit, ne? Genau. 1204 ist schon sauschnell. Das muss es aber auch, ja. Für die Masse also ist das schon erstaunlich. Ja. Oh. Ich bin in einer Person drin. Hä? Was ist hier los? Hilfe! Offiziell läuft es einzeln. Nee, ja, ich hatte gerade Haare bei mir im Bild, aber ich weiß nicht, wo die herkamen. Spontaner Haarwuchs. Gut, gehen wir weiter. Wir haben ja schon relativ viel hier in der kleinen Halle stehen als erstes. Aber sowieso, ich denke mal, wir werden sehr viel sehen heute, denn Envil Aerospace, die haben ein unheimlich großes Portfolio und das wird sich auch, denke ich mal, da wird sich das UEE auch gut bedienen. Was macht er hier? Achso. Sah so aus, als wenn der sich streckt. So, dann haben wir da hinten, glaube ich, noch was. Da leuchtet noch, da blitzt noch irgendwas vor. Da gehen wir nochmal kurz hin. Ich könnte mir vorstellen, dass das die wunderschöne Gladiator ist. Ja, die Gladiator, finde ich, das ist unbedingt ein Schiff, das braucht unbedingt mal ein Rework. Ich weiß, ich sage ganz oft unbedingt, aber es muss unbedingt sein. Yep. Weil das ist eigentlich wirklich in meinen Augen so total die Gurke noch. Wenn es das ist. Ich will ja jetzt nicht zu. Ja, es ist nicht so schon. Ne, das ist wirklich so. Nett. So überall hier so Kurven, Kanten. Überhaupt das ist nicht ausgewogen, finde ich. Aber gut, das vom Flügel, Flügeldesign erinnert mich an einen Warbird von den Klingonen. Ja, ich weiß ja auch nicht. Also. Ja, ich glaube, wenn Star Citizen 2014 rausgekommen wäre, dann wäre das wahrscheinlich, wenn man sagt, so, yo, geil. Aber heutzutage, ne. Aber die Bewaffnung ist irre. Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein ziviler Bomber. 1 bis 2 Crewmitglieder, obwohl ich hier ganz klar 2er empfehlen würde. Denn nur dann ist es wirklich, wird es halt voll ausgeschöpft, hat 22,75 in der Länge, 21 breit und 6 hoch. Und ist halt von der Bewaffnung unheimlich krass. Ne? Hat 2x Size 3 Fixed Mantis GT-220 Ballistic Gatlings. Ja, die sind hier. Da sitzen die. Ja, richtig geil. Dann im Turret oben 2x Size 3 bemannt. Ne? Das ist so ein bemannter Turret. Ne? Deswegen auch unbedingt auch eine zweite Person mitnehmen. Denn da bekommt ihr dann nochmal CF2 377 Panther Laser Repeater. Ne? Wohl bemerkt Size 3. So, und dann haben wir noch Raketen, Freunde. So, da hängen sie. Ne, und das sind 6x Size 2 und 4x Size 5 Torpedos. Und die hängen hier unten in dem Bauch. Wir werden die nicht sehen können, weil die Klappe zu ist. Aber vielleicht können wir mal kurz reinfahren mit der Kamera, wenn wir Glück haben. Oder ich stehe mal auf, oder? Nee, das geht nicht. Aber ich versuche mal irgendwie euch das zu zeigen, dass wir mal kurz in die Außenansicht gehen. Und dann machen wir mal so. Und zu zweit macht es schon echt Spaß, das Schiff. Das bin ich auch schon mal geflogen. So, macht echt Spaß, da. Das Schiff zu zweit. Da sind sie, ne? Richtig fette Dinger. Und war das so, dass... Nee, das sind Torpedos, die nach vorne schießen. Das ist keine Bombe, ne? Die nach unten fliegt. Ja, Bomben mache ich überhaupt noch nicht im Spiel, ne? Nee, genau. Wir haben immer bloß Raketenersatz. Genau, da oben hängen sie auf jeden Fall. Ne? 4x Size 5, ne? 2 hier unten, 2 da oben. Die werden dann wahrscheinlich nach unten nachgegeben. Da hängen die anderen. Schon ganz geil. So, genug geschmult. Ja, aber wie gesagt, das Problem ist, wenn man sich die
die Schiffe immer rennt, also mietet, da kommt man eigentlich gar nicht dazu, die dann zu fliegen, weil an demselben Tag kommst du dazu oder weil es zu spät schon wird. Hm. Und am nächsten Tag hast du so viele dann, dass du gar nicht dazu kommst, alle zu testen. Ja, ja, das stimmt. Man kann sich eigentlich echt immer nur die besonderen rauspicken. Ne? Aber das sieht man auch ganz selten, dass das einer fliegt. Ne? So auch hier vorne, diese Klappe hier vorne und auch so hier diese Retro-Thruster, diese Gurke hier. Ne. Ich will jetzt hier auch keinen auf den Schlips treten, ne? Vielleicht hört ja auch der Designer zu und denkt, oh Mann, das geht mein Schiff nicht. Aber, sorry. Nee, aber ich glaube, das wissen die auch. Das ist ganz altes Design, ne? Auch hier diese ganzen Flächenübergänge hier, das ist noch nichts. Da muss noch mal. Aber das Ding hat Potenzial, auf jeden Fall. Und ist auch sehr, sehr stark. Aber, Freunde, wie gesagt, zwei Leute, ne? Dann wird das erst richtig gut. Kommen wir übrigens gleich noch zu einem anderen Schiff, da ist das ganz genauso. Wer weiß es, welchen ich meine? Die Hurricane. Richtig, genau, die Hurricane. Die Hurricane ist auch ein Schiff. Du brauchst allein, du brauchst das gar nicht rufen, das macht gar keinen Sinn. Aber zu zweit ist es schon hart. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Carrick, ne, bevor wir dann die Halle verlassen. Jo. Auch so ein schönes Schiff. Ja, ja. Total lange ersehen von der Community. Da ist übrigens auch das Wort Gib entstanden. Gib Carrick. Es gibt sogar ein kurzes Video. Vielleicht blende ich das hier dann kurz mal ein, wenn ich das gleich nachbearbeite. Da hat das Jared Huckabee hat das sogar in einer Sendung gesagt. Gib Carrick, hat er gesagt. As a German, I would like to say Gib Carrick, which is German. Hey, the Nils, one guy. As a German, we would like to say Gib Carrick. Voll gut. Wo es ja eigentlich Deutsch ist, ne? Deutsches Wort. Ja, aber das war wirklich, also es ist ganz, ganz beliebt von der Community gewesen, ist immer noch beliebt, ist auch sehr nah an der Community entwickelt worden, sehr viel Einfluss hatte die Community in der Entwicklung und das merkt man halt auch. Das Schiff ist komplett ausgewogen, wenn ihr da drinnen spazieren geht, wenn ihr euch in den Räumen so ein bisschen umguckt, man hat super kurze Wege und es ist einfach top, ne? Kann man nicht anders sagen. Tippitoppi. Tippitoppi, genau. Ne, 126 Meter lang übrigens, ne, also auch nicht ohne, aber das sieht man ja auch. Ne, 12 Meter breit und 8 Meter hoch, ne, Meter vorbemerkt. Das sieht man immer ganz gut, wenn man mal so eine Figur als Vergleich sieht. Ne, da steht der Ray, ne, du gehst gerade rein, Ray, oder? Das ist wirklich schon ein Riesenklopper. Da oben ist das Cockpit, da gehen wir auch gleich nochmal rein. Das ist die Standardvariante hier, also es gibt da auch noch eine Exploration-Variante, die hat dann einen weißen Skin. Aber sonst, abgesehen vom Skin, ist da nichts anders. Das ist wirklich nur der Skin, im Gegensatz da zur Pisces. Wo war sie? Ich glaube da, genau. Da ist wirklich der Skin auch mit dem Loadout so ein bisschen angepasst, aber hier ist es dann wirklich nur der Skin. Insgesamt haben wir hier 456 Standard-Cargo-Units, die wir hier mitnehmen können. Da gehen wir dann auch gleich nochmal durch. Hier vorne haben wir einen kleinen Hangar, da können wir Fahrzeuge reinstellen. Ich glaube, da passen sogar zwei Cyclones nebeneinander. Ein Tumble Nova Tonk wird, glaube ich, nicht reinpassen. Hat das schon mal einer versucht? Der ist zu hoch. Zu hoch, ne? Geht hier nicht rein, ne? Ja. Genau, ich glaube, der geht auch nur in die Starlifter und in die 890. Die 890 vergesse ich immer zu erwähnen, weil die 890 und ein Panzer, das passt für mich sowas von überhaupt nicht zusammen. So vom Style und vom Nutzen her. Das ist so ein bisschen wie so ein trojanisches Pferd. Ach, da kommt nur eine 890. Ach, das ist ja nix. Und dann BAM, Panzer. Naja, gut. Genau, und hier kann man dann noch so ein bisschen so eine Klappe hochklappen. So. Weiß einer, wie die heißt, so professionell? Das ist doch auch so Trägerschiffen, so Düsenjäger starten immer so ein Ding, oder? Gute Frage. Nein, hierfür das nicht. Nach zu weit nach vorne fährst und die Tür blockierst wahrscheinlich. Ja, ich glaube, das Ding heißt, jetzt richtig heißt das, glaube ich, Düsenjäger Feuerflammenabwehrapparillo-Platte. Ja, genau. So, ne, war das, ne? Ja. Irgendwas klingelt. Aber wir stellen ja keine Düsenjäger hier rein, ne? Das sind Fahrzeuge, die nicht hier zu weit vorfahren sollen, damit die Tür dann blockiert ist. So, weil genau. Du kommst ja nirgends mehr dann rein. So ein Fahrzeugstopper ist das. So, dann haben wir hier eine Treppe auf der Seite, die, wo ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wo führt die eigentlich hin. Ich gehe die nie. Können wir ja eigentlich mal testen, ne? Wohl, nee. Ich wollte euch ja die Cargo zeigen.
Ich werde nie erfahren, wo die Treppe hinführt. Technical Deck kommst du oben raus, wenn du die Treppe... Ah ja, okay. So, erstmal hier hin. Hier ist das Docking-Collar, was aber noch nicht funktioniert, denn diese Art von Docking ist noch nicht implementiert. Hier haben sie die Anzüge auch wieder rausgenommen. Die haben wir uns ja auch noch nicht schon mal angeguckt. Da können wir aber später Anzüge und EVA-Suits und sonst was reinstellen. Und dann haben wir hier einen Elevator. Damit kommen wir dann hoch. Aber wir gehen erstmal hinten lang und gucken uns dann hier erstmal den Cargo-Bereich an, an der Stelle. Wenn ich richtig informiert bin, sollten diese Cargo-Container auch irgendwann runterfahren, glaube ich, ne? Ja. Dass man die dann beladen kann. Ja, man kann jetzt schon da mit einem Fahrstuhl runterfahren. So kann man auch schon Sachen da sich unten angucken, kann man sich verstecken, aber sonst kann man auch nicht groß viel machen. So, und die haben wir dann ein paar Mal. Ne? Noch einen, baugleich. So, noch einen. Und das war's. Also drei Stück von denen. Ne? Wie gesagt, 456 Standard-Cargo-Units. Insgesamt sind hier nur Large-Komponenten verbaut. Ich glaube, eine M-Komponente. Welche das ist, weiß ich jetzt aber nicht. Dann ist eine Crew mindestens 4 Leute, maximal 6. So ist es halt spezifiziert, das Ganze. Und hat 4 bemannte Türme. Ne, einen oben, einen unten und zwei links, also einen links und einen rechts, sodass alle Seiten gut abgedeckt sind. Und einen Remote-Turm. Je mit 2x Size 4. Dann gucken wir uns auch gleich noch an, wenn wir im Cockpit sind. Da gibt es ein paar Antennen. Die fahren auch noch hoch, wenn irgendwann mal die Jump-Points drin sind. Denn diese Antennen sind dann wirklich für den Jump-Point-Sprung. Da werden die dann ausgefahren. Und ja, ansonsten hier haben wir noch wieder irgendwelche. Das werden auch wieder EVA-Suit-Kapseln sein, denke ich mal. Ich glaube, das sind keine Rettungskapseln. Können aber auch Rettungskapseln sein. Was denn? Hast du dich kaputt gemacht? Ja. Ja. Ich häng fest. Ich kann dich jetzt noch nicht mal rausboxen. Warte, ich laufe dich mal über den Haufen. Nee, ich komme gleich wieder. Cool, danke. Hat's so geklappt. Dann haben wir hier noch Waffenracks. Ne, hier können wir noch jede Menge Waffen reinstellen. Und das Schöne ist, dann wenn iCache mal drin ist und die ganze Persistenz funktioniert, dann können wir uns so ein Schiff hier auch mal richtig ausstatten. Und dann bleibt das einfach auch so. Und dann kann man auch einfach mal eine richtig lange Expedition-Tour machen. Ne, da freue ich mich auch schon total drauf. Vor allen Dingen, wenn das dann auch sternsystemübergreifend ist. Das wird so gut. So, dann haben wir hier einen Fahrstuhl. Da fahren wir auch noch nicht hoch. Wir gehen erstmal einmal rum. Hier kommen wir dann zu dem einen Turret, der nach unten fährt, steht er auch, ne? Das ist der wirklich einzige Zugang hier vorne zu dem Turret. Sieht auch wunderbar animiert aus, das Ganze. Muss mal einer mal kurz hier, muss mal kurz mal den Test-Dummy spielen. Hm, warte, ich komme. Ja, auch richtig geil. Sieht man aber auch schon an der Komplexität dieses Aufbaus. Das passt auf. Geht richtig ab. Das ist geil, ne? So, hat so ein bisschen was von dem Millennium Falcon, finde ich. Voll gut. So, jetzt, wenn wir jetzt nicht wollen, dass Miko weiter mitkommt, dann stellen wir hier oben einfach eine Kiste drauf. So, da kommt er wieder. Zack. Sehr geil. Genau, und hier kommen wir dann wieder rum. Da, wo wir gerade waren, auf der anderen Seite. Ne, im Gegensatz zur Starfarer, die wir uns ja das letzte Mal angeguckt haben, ist das auch relativ wirklich verständlich, weil alles... Also alles symmetrisch ist. Ja, und weil es halt so nah an der Community, mit der Community gebaut wurde, ist das auch wirklich komplett schnell gelernt. So, dann haben wir hier 4 Decks, die wir ansteuern können. Jetzt momentan befinden wir uns auf dem Subdeck. Dann können wir zum Habitation Deck fahren, zum Technical Deck und zum Cartography Deck. So, ich würde sagen, wir fahren erstmal zum Habitation Deck. So, jetzt macht das Mobiglas auf. Warum auch immer. So, angekommen. Dann sehen wir hier schon die Rückwand der Krankenstation. Das hier wird ein riesen Magnet sein hier, denn auf der anderen Seite befindet sich die, wie nennt sich das? Dingsröhre. Die immer so laut ist. MRT. Ja, richtig. So. Ja, ne, auch hier schön mit Milchglasscheiben, damit man nicht reingucken kann, wenn der operiert wird und so. Total gut. Ah, super schön. Echt ein saugutes Schiff. So, und hier geht's dann rein. Und dieses Schiff ist auch mit einem Tier, ich weiß jetzt gar nicht, Tier 3 Bett ausgestattet.
Auf jeden Fall könnt ihr wirklich hier später, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, euch da wirklich aber auch euer Leben retten und neu spawnen. Und zwar an diesem Bett hier. Das könnt ihr übrigens auch jetzt schon machen. Ne, dann geht ihr hier hin, ne, entweder legt ihr euch hier drauf oder ihr geht hier an den Monitor, macht das dann hier, das geht jetzt nicht, aber dann habt ihr hier auf jeden Fall einen Spawnpunkt. Und natürlich könnt ihr euch auch heilen. Das ist doch, glaube ich, auch das einzigste zivile Schiff, was über diese Funktion verfügt, oder? Ja, kann sein, ja. Aber das brauchst du natürlich auch, langen Expeditionsreisen musst du da natürlich haben, weil wenn du nichts dabei hast, irgendwas brauchst du da. Ne? Und ich kann mir vorstellen, oh, diese Milchglasscheine, das sieht so geil aus, dass die Betten hier an den Seiten, dass das dann so Tier 0 oder Tier 1 sein wird, also wirklich leichte Wunden, ne? Dass du dann hier stehst und dann irgendwie so ein paar Regler schiebst und dann wird die Wunde zugeschweißt. Ne, auf beiden Seiten, könnte ich mir vorstellen. Ne, dann haben wir hier auf der rechten Seite noch ein bisschen Nachschub. Hier können wir uns dann eine Spritze holen. Ne, und hier so ein paar Handschuhe. Gauze gibt es hier noch. Ne, Needles. Ja, voll gut. Ja, da bin ich auch echt mal gespannt auf dieses Medical Gameplay, wie tiefgründig das ist. Aber wenn man sich jetzt schon mal das Mining Gameplay anguckt, dann kann uns da einiges, glaube ich, uns auf einiges gefasst machen. Das ist ja alles jetzt alles immer noch Dummy hier. Was steht hier? Hier soll es mir sein. Genau. Genau, auf der anderen Seite müsste das auch noch, glaube ich, so ein Vorratsraum sein, ne? So ein bisschen. Drogenlabor. Genau. Und ich glaube, das kommt ja auch mit dem Medical Gameplay, dass wir wirklich selber uns Medizin bauen können. Ne? Dass wir wirklich sagen, hier, ich nehme mal hier mal so ein, zwei Blatt von dem Ding, dann nehme ich mir hier so das von dem, dann der und dann muss ich vielleicht ans Mikroskop erstmal was trennen und dann, ne, mix und dann ist da irgendwie so ein Heilmittel fertig. Vielleicht. Das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Doch, nee, das muss kommen. Ich glaube auch, dass das mit den Equipment und sich selber heilen, das ist, glaube ich, gar nicht der Plan. Weil sonst würde es sowas nicht geben mit Medical. Ich glaube, man ist verletzt und muss irgendwie so schnell wie möglich dann auch wieder ins Krankenhaus gebracht werden, weil man dort nur so geheilt wird, dass man überleben kann. Man kann sich da vielleicht für eine bestimmte Zeit reinlegen und man kann da überleben, aber man kann sich nicht wieder heilen. Ja, das kann auch sein, dass das so war, ja. Krankenhaus keinen Sinn. Ja, und wenn ich hier Teil wie bei Star Trek in der Tasche habe, wo ich mich dann selber heilen kann, wie mit unserem Medipack setze, macht auch kein Medizin-Spiel. Ja, vielleicht ist das auch wirklich so ein Bett, wo du wirklich gehalten wirst und nicht stirbst in der Zeit, in der du da drinnen liegst, dann aber ins Krankenhaus gebracht werden musst und das andere sind halt wirklich für leichte Wunden. Ne, genau, denn ich denke mal, wenn man so eine Störwunde hat und so eine Wunde hat, die man verbinden kann, das wird man alles machen können. Aber wenn man am Boden einen Kampf hat und wird verletzt und beschossen und hat eine Schusswunde, dann muss man ins Krankenhaus gebracht werden. Ja, das denke ich, kann gut sein, ja, dass das so ist. Nur das Problem ist natürlich, wenn du unterwegs bist in irgendeinem System, wo weit und breit nichts ist und du bist Stunden über Stunden von einem System entfernt, wo du ein Krankenhaus hast, dann hast du natürlich echt ein Problem, ne? Da musst du ein medizinisches Personal einstellen und mitnehmen. Ja. Dafür gibt es denn diese Krankenstation, dass du da einen hast, der dich heilt. Ja, ja, müssen wir mal abwarten, wie das letztendlich ist. Aber wird auf jeden Fall super interessant und echt spannend werden. Wobei das hier schon so Art wie Intensivbetten sind, weil du hast links und rechts Anschlüsse für Sauerstoff. Ja, ich denke auch, da wird so, brauchst du ein medizinisches Personal dann, der dich dann. Wenn wir sie auch verordnen. Ja, wird geil. Der dich dann heilt. Ja. So, und hier haben wir noch einen kleinen Durchgang, wo wir auch uns sterilisieren können. Nee, nicht sterilisieren, wie heißt es? Muss ich sterilisieren, schnell raus. Dekontaminieren. Ja, so. Geh raus! So. Gut, wir sind immer noch im Habitation-Bereich hier. Das ist einfach der Gang auf der anderen Seite, der ankommt. Hier ist übrigens der Fahrstuhl, den wir uns unten gerade angesehen haben, bevor wir reingekommen sind. Dann haben wir hier auf der Seite haben wir einen kleinen Aufenthaltsraum, wo wir Billard spielen können. Das wird auch auf jeden Fall alles noch kommen. Wir werden hier wirklich Billard spielen können, eine Partie Billard. Und so viel zum Thema, wenn der Quantum Drive mal wieder oder der Jump Drive mal wieder länger dauert, ne, dann spielen wir einfach eine Partie Billard. Ist ja, wahrscheinlich ist es dann so, dass wir ankommen und sagen, ach komm, spring ruhig nochmal. Ich will weiterspielen. So, dann haben wir hier noch unsere Betten, die Crewquartiere, ne, natürlich mit Schränken, die alle schon funktionieren. Kann man natürlich schon aufmachen, so unsere Klamotten reinhängen, unsere Waffen reinhängen.
noch die Dusche auf der Seite. So. Und wer jetzt denkt, Mensch, was ist denn mit dem Geschäft? Wo mache ich das denn? Ja, das ist nicht hier. Na, auch geil hier mit diesem Zahnpastatube und so, ne? Voll gut. Ja, das ist nämlich auf der anderen Seite. So, wo willst du rein? Nico? Nee, komm raus. Na gut. Ja, wenn man jetzt hier nachts liegt zum Beispiel und seiner Notdurft nachgehen möchte und hier draußen noch Leute Partie Billard spielen, dann muss man hier im Pyjama durch und einmal hier rüber. Ne? Aber ist ja kein Problem, auf so einem Schiff, da kennt man sich ja. So, mal auf. Ah, die Türen sind ganz schön lame schon wieder. Ich hoffe, der Server hält durch. Ne, dann haben wir hier so ein bisschen Handtrockner von Envil sogar. Naja, nicht, Envil stellt nicht nur Schiffe her, sondern auch Handgebläse. So, Handtücher, ne, was haben wir da? Hier so eine Kontaktlinsenaufbewahrungsbox. Zahnseide. Geil. Seife. Steht da drauf? Venturetti? Ne, Veteretti. Hm. Was ist das hier? Die riecht gut. Keine Ahnung. Ja, geil. Total gut. Ne? Ah, ich glaube nicht, dass wir jetzt später irgendwie unsere Zähne putzen werden müssen können, aber wer weiß. Ne? Vielleicht hat man ja so ein Hygieneprogramm, was man durchläuft oder durchlaufen kann. Und umso gründlicher man da nachgeht, umso länger hält es vielleicht. Keine Ahnung. Ne? Genau. Und haben wir hier die. Handputz-Gameplay. Ja, genau. Schön von oben nach unten und seitlich dann im Kreis. Und die Zahnseite nicht vergessen. Genau, hier haben wir das Töpfchen. 3 Minuten lang auch, ja. Was ist das so? Ja, genau. Ja. Hier drüben haben sie ein Räucherstäbchen schon hingestellt. Ja, das ist wichtig. Kannst du aber eine upgradete Zahnbürste kaufen. Genau. Oral B 5000. mit Hyperschall. Genau, und Spiegelbild, habt ihr ja auch gerade schon gesehen, ist noch nicht drin. Das ist halt was, wenn überhaupt erst ganz zum Schluss reinkommt, denn das ist Thema Raytracing und das schluckt enorme Ressourcen, gerade so von uns. Alles andere spiegelt sich schon, aber wir spiegeln uns eben noch nicht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, NPCs, spiegeln die sich schon? Nee, also ich habe bis jetzt noch keinen gesehen. So, und auf der anderen Seite haben wir dann noch einen kleinen Besprechungsraum. Da ist auch der Puck und hat schon die Präsentation vorbereitet. So. Erzählt. Ja, genau, hier bespricht man sich dann. Hier hat einer seine Suppe nicht aufgegessen. Aber geil. Total, finde ich total super. Ne, ich bin echt mal gespannt, ob dieses ganze Zeug, was hier rumliegt, also zu wie viel Teilen das einfach nur irgendwelche tote Assets sind. Hast du ja mit Schwung hingesetzt, Sperling. Ja. Sieht total gut aus. Hier steht Kappi und ein Riegel. Zack, reingeschmissen in den Stuhl. Ne? Oder ob wir solche Sachen auch wirklich bedienen können. Wir hatten ja schon mal drüber geredet, ne? Ob wir dann wirklich auch so ein Buch auch lesen können, wenn wir da Bock drauf haben. Ne? Das würde ich ja total geil finden. Hier Küche und so. Ja, es bleibt spannend. Und? So. Und da vorne geht's dann zum Cockpit. So, haben wir hier noch auf der linken Seite übrigens noch den Captain's Quarter. Wow. Du Rüpel. So. Ne, das hat wahrscheinlich einen Stuhl, im Gegensatz zu Starfire neulich. Genau, hier. Ne, Envil kann sich auch Stühle leisten. Ein bisschen weit weg, aber ich glaube, der fährt auch ran, der Stuhl, wenn man sich da hinsetzt. Zumindest sieht das so aus. Ja, ganz geil. Man kann sich ja auch schon die Monitore kann man zuklappen, dann fahren die so rein. Ja, so ein bisschen was geht schon. Ja, umso neuer die Schiffe sind, umso mehr kann man da drinnen auch schon machen. Das Schachbrett, das funktionierte noch nicht, ne, denn das war zu dem Zeitpunkt da... gab es die Mercury Star noch nicht. Die kam dann erst mit dem Schachbrett. So, dann haben wir hier das Bett vom Captain, den Teddybär, den kann man normalerweise kann man den auch nehmen. So, dann wieder, der hat natürlich sein eigenes Badezimmer, logischerweise. Ja, sehr schön. Ihr seht, es gibt viel fürs Auge, ne? Hier Dusche, Töpfchen. Das ist natürlich verlockend, ne? Wenn man morgens aufsteht und dass man gleich sagt so, ach, ich gehe gleich duschen. Ja, ja. Und dann aber laufen lassen. So, hier noch Schränke, genau. Ja, schönes Captain's Quarter. Ne, ist jetzt, sag ich mal, nicht so gemütlich wie auf der 890 Jump, aber es geht schon. So, dann haben wir die Brücke hier. Auch übrigens ganz geil, finde ich, dass das Captain's Quarter direkt bei der Brücke ist, ne? Total gut durchdacht. Ey, der muss ja ganz schnell da sein, wenn irgendwas ist.
Was das ist, weiß ich auch nicht. Da kannst du wahrscheinlich einfach Kisten lagern, denke ich mal. Nee, Radar. Radar, okay, genau. Ah ja, ja, Radar gibt es noch nicht, ne? Stimmt, nee. Das kommt noch. Wenn du zumachst, steht es auch vorne drauf. Ah ja, super. Genau, hier haben wir doch noch Computerkerne. Ja, hier war auch noch irgendwas. Access Points. Ja, da, ja. Dann haben wir hier in der Mitte, glaube ich, auch noch irgendwas. Das ist die Avionics, glaube ich. Zumindest sagt das immer jeder. Wo wir zu. Ja, da. Was bedeutet eigentlich Avionics? Weiß das jemand? Ist das nicht irgendwie so eine Art Flight Computer oder sowas? Aber ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Hat was mit dem Flug zu tun. So, dann haben wir hier vorne, ne? Vorsicht, nicht runterfallen. Nein, wir können natürlich bis nach vorne gehen. Und das ist auch richtig geil, wenn man dann im Verse unterwegs ist, wenn man so einen Planeten sieht und so, dass man hier vorne an die Scheibe gehen kann. Da in der Mitte sitzt der Pilot, dann so ein Co-Pilot, links und rechts. Und das Schöne ist, wir haben zwei Brücken sogar. Das heißt, wenn wir hier den Fahrstuhl nehmen, der einfach auch saugut platziert ist an der Stelle, kommen wir zur oberen Brücke. Und er macht wieder das Mobiglas auf. Warum macht er immer das Mobiglas auf? Verrückter Typ. So, dann haben wir hier die obere Brücke. Hier haben wir nochmal zwei Piloten. Ich glaube, das sind die Piloten, zumindest einer davon für den Remote Turret, meine ich. Und der andere ist, glaube ich, eher für das Scanning zuständig. Enter Support Seat. Auf der Seite habe ich schon ewig nicht mehr mit dem Ding geflogen. Gunner Seat, genau. So, dann haben wir hier vorne. Was ist das denn? Gegoogelt. Avionik ist das Kofferwort für bestehende elektronische Luft- und Raumfahrttechnik als Sammelbegriff in einem Flugzeug zum Beispiel. Ah, okay. Also das beschreibt alles, was zur Luft- und Fluggerätetechnik brauchst, um ein Flugzeug zu fliegen sozusagen. Okay, cool. Als Sammelbegriff. Okay, danke. Ja, danke schön. Dann ist hier auf jeden Fall der, ja, wie soll ich sagen, hier sitzt dann der letztendlich die Karte studiert, ne, der sagt so, da fliegen wir hin, an dem Punkt, zack, zack, ne, Exploration-Gameplay gibt es ja in der 600i Exploration auch schon hinten in dem Raum, muss aber auch noch kommen, wird wahrscheinlich aber auch mit dem Exploration-Gameplay kommen, dass wir dann wirklich hier auch eine 3G-Karte haben. Ja, bin da gespannt, wie das abgebildet wird, ob man dann vielleicht über diesen Monitor so wie in eine Art Remote-Turret reinkommt, dass man sich dann in eine Art dreidimensionalen Raum befindet, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das alles so übersichtlich ist hier vorne in diesem Raum. Aber keine Ahnung, ob das so ist. Müssen wir einfach mal abwarten. So, dann haben wir hier vorne noch die Brücke des Ersatzpiloten, sage ich mal. Also wenn der Pilot da unten aussteigt und hier oben einer steht, übernimmt der die Steuerung und kann dann weiterfliegen. Ja, das ist auch ziemlich geil, finde ich. Und auch relativ einzigartig momentan. Ich glaube, es gibt kein anderes Schiff, wo einer übernehmen kann, oder? Gibt es mittlerweile eins? Mir nicht bekannt. Nee, ne? Nicht, dass ich wüsste. So, und somit sind wir auch mit diesem Fahrstuhl schon eine Etage höher. So, dann haben wir hier die Rettungskapseln, auch sehr geil, nah am Cockpit, natürlich für 6 Personen. Ne, dann hätte ich ja gesagt, 4 bis 6 Personen ist das ausgestattet. Ihr könnt natürlich auch immer mehr nehmen. Ne. Dann haben wir hier auf der linken Seite, oder wir gehen erstmal rechts, da haben wir eine kleine Werkstatt. So, das ist übrigens ein 3D-Drucker hier. Ne, mal gucken, ob das auch noch irgendeine Rolle spielt irgendwann, dass wir uns kleine Ersatzteile drucken können vielleicht. Nur einen kleinen Werkzeugkoffer. Hier hat einer die Gimbus-Schlüssel nicht weggepackt. Sowas liebe ich ja immer. Die kommen dann weg, Leute. Ihr müsst die wegpacken. Entschuldigung, das war ich. Ah, gut. Habe ich dir schon 1000 Mal gesagt. Ja, musst du deinen Stuhl reparieren. Er hat ja so gequietscht. Na gut, danke. Hab nichts gesagt. So, sonst ist hier nichts. Und dann haben wir, wie gesagt, auf der anderen Seite den Drohnenraum. Hier blitzt es noch irgendwie. Ist ja wieder etwas kaputt. Hier, das musst du mal reparieren. Habe ich auch schon 1000 Mal gemacht. Ja, beim nächsten Durchgang. Na gut. Wenn wir wieder da sind. So, setzt euch bitte nicht in die Operator Seats hier, weil das ist genauso, was ich vorhin sagte, mit dem Eingang der Freelancer. Das ging mal nicht. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Meistens backt man dann rum oder steigt zur anderen Seite aus oder so. Macht's lieber nicht. Auf jeden Fall könnt ihr dann über diese beiden Sitze, über den und da hinten, dann irgendwann die Drohnen nach außen befördern. Ne? Die hängen dann hier oben dran, werden dann praktisch hier eingelassen. Dann gibt es hier einen Luftaustausch in dem Teil und dann werden Klappen geöffnet und dann können die rausgesteuert werden.
Ne, das Drohnen-Gameplay gibt es auch noch nicht. Das wird auch noch. Ja, gibt auch recht viel noch nicht an so ein Gameplay-Zeug. Aber was wird schon alles noch. Da bin ich auch mal auf die Drohnen, bin ich auch echt mal gespannt. Ne? Vor allem, was die alles können. Es gibt ja auch, sollte ja auch unterschiedliche Drohnen geben. So, dann sind wir wieder an dem Fahrstuhl, ne, wo wir vorhin dann vorbei sind. Hier, das ist eine Treppe, die, ist das? Ne, das ist nicht die Treppe, ne? Von vorne die? Ich glaube, ich ist die nicht, ne? Das muss eine andere sein. Ich gehe irgendwie nie Treppen in dem Ding. Kann aber sein, dass... Doch, ich glaube, das ist die. Ich glaube, das ist die, die wir vorne, wo wir in dem Hangar ganz am Anfang geguckt haben. Das ist auch, muss die sein. Es gibt sonst eigentlich keine Treppen hier. So, dann haben wir hier den Hangar, ne, wo dann letztendlich die Pisces drinstehen kann. So, ist auch auf. Da geht sie gerade zu. Auch richtig cool. Macht auch irre Spaß, hier eine Pisces drin zu landen. Allerdings im Moment noch nicht im Flug. Das würde ich noch vermeiden. Das geht meistens nach hinten los, weil die Geschwindigkeit, im Moment, das ist noch nicht im Spiel implementiert, dass die Geschwindigkeit, wenn ihr in das Schiff kommt, dann übertragen würdet. Ihr werdet dann, sobald ihr das Schiff betretet, werdet ihr ruckzuck an die Wand geballert. Ja, das ist, aber das kommt dann. Ja, das wird auch geil, wenn das kommt. So, dann könnt ihr natürlich den Hangar auch betreten. Na, logischerweise, der Sperling ist ja schon drinne. Ich wollte gerade sagen, warum erstickst du eigentlich nicht? Da oben ist doch, aber ist ja die Halle. Wir sind aber schon zu lange hier drin. Wir haben einen schönen Sternenhimmel. Ja, genau, dann kommen wir hier rein, auf der anderen Seite auch. Ja, und dann können wir halt in die Pisces steigen und dann losfliegen. Ne? Da. Sieht echt cool aus mit dem Himmel, man denkt es draußen, ne? Ja, ja. Sehr geil. Ja, außer der Pisces passen hier natürlich noch andere kleine Schiffe rein. Ich glaube, die Merlin passt ja auch rein, ne? Meine ich. Ja. Avenger würde breitmäßig vielleicht, aber die ist zu hoch, denke ich. Avenger, na, ich glaube, das ist ja... Die ist zu hoch, genauso wie die Arrow. Ja, genau, die Arrow auch. Die sind meistens zu hoch, die Dinger, ja. Funktioniert leider nicht. Dann wahrscheinlich das Fahrwerk einfahren und dann auf den Bauch legen. Ja, dann würde es gehen. Ja, aber sowas, ne, entweder das passt oder das passt nicht. Ja. So, dann kommen wir hier zum linken Turret. Ne, wenn da vorne ist, ist das hier links. Ne, da vorne rein, sieht auch relativ geil aus, wenn man das Ding betritt. Auch dieser Gang dahin und so, das wirkt schon ziemlich gut. Das ist so eine Art Ball-Turret. Ja, so ein bisschen... Ne, und funktioniert auch schon relativ gut, das Ganze. Jetzt mit dem neuen Turret-Gameplay, was reingekommen ist vor ein paar Patches. Macht auch richtig Bock, das Ding. Das Ganze haben wir natürlich auf der anderen Seite gespiegelt auch noch, wenn wir dann rumgegangen sind. So, was haben wir hier noch? Achso, genau, das ist der... Da sehen wir, glaube ich, den Kern, ne? Gehst du rein, Miku, oder? Oder willst du noch gucken? Achso. Wo muss ich rein? Ist genug Platz. So, da oben, da dreht er sich. Da. Ne, da ist der... Gravitationskern. So, und da vorne haben wir dann noch den ganzen Maschinenraum. Ne? Auf der anderen Seite kommen wir dann wieder raus, logischerweise. Ne? Ja, das ist auch echt cool. Das ist halt, dass man von allen Seiten rankommt und nicht halt, dass hier eine Wand ist und da vorne ist nur die Tür und so. Ne? Das ist schon... So, dann haben wir hier einen kleinen Fahrstuhl, da kommen wir runter mit. Wir können aber auch hinten die Treppe nehmen. Das Ding ist zweietagig. Ja, und auch hier mit den ganzen Lichtern und so. Wirkt das schon alles sehr, sehr gut. Ich glaube, wir können auch hier schon die Sachen aufmachen hier. Meine ich. Kann auch sein, dass das unten war. Ja, aber mit so einem Schiff, da fliegt man doch gerne in die Weiten des Universums und unentdeckte Orte zu finden. Also, wenn nicht mit dem Schiff, mit was für eins dann? Ja, die Corsair vielleicht. So, da. Ja, die auch, das stimmt. Mit Luxus dann. Genau, ja, ja. Hier, das müsste der Powerplant sein. Kann aber auch wieder der Schildgenerator sein. Ich verwechsel die Dinger mal. Was steht da? Das steht bestimmt vorne dran. Da unten steht's, Powerplant. Ich wusste es. So, genau. Und hier an der Seite haben wir natürlich auch noch die ganzen anderen Komponenten. Kühlesysteme sind hier noch drin. Wahrscheinlich hier auf. Zack. Die Corsair soll ja sowas wie ein Pendant sein, oder? Zur Carrack? Ist kleiner. Die ist kleiner so als die viel? Carrack. Okay. Bestimmt um die hier Hälfte. Also, ja, echt? Hälfte vielleicht auch so ein Drittel. Aber sie ist auf jeden Fall kleiner. Weil vom Preis her sind sie ja eigentlich schon ziemlich ähnlich, oder? Okay, ja. Okay.
Ja, müssen wir mal abwarten. Das ist ja eh noch Konzept. Die Carrick hat sich in der Größe auch geändert, vom Konzept bis Flight Ready. Also das, da müssen wir echt mal gucken. Das ist immer so eine Sache, bis das nicht komplett fertig ist. So, aber auch wenn man mal guckt hier, wenn da einer mal so reinläuft, ne, das ist wirklich ein riesen Schildgenerator. Einfach gesagt, Size L, ne, ist schon nicht ohne. So, und dann haben wir hier noch ein paar. Du stehst immer im Weg, du. Nein, alles gut. Nicht. Sind zu viele Leute hier drin. So, dann haben wir hier noch einen kleinen Raum. Da sind auch noch ein paar Access-Panels. Ne, hier. Das müsste jetzt aber der... Ach, genau. Der Kühler, genau. Und der Tank. Genau, auf der anderen Seite auch. Der Tank, nicht der Tank. Ach, hier ja, einer von zwei. Sieht auch ganz geil aus. Mhm. Auch so noch nicht gesehen. So, genau. Wieder der Kühler. Was haben wir hier? Make sure... Deactivate before moving authorized person only. Naja, genau. Na, hier auch richtig schön ausgearbeitet. Könnt ihr einmal anmachen und einmal könnt ihr hier auf Englisch stellen. Nein, keine Ahnung. Gut, dann nehmen wir den Fahrstuhl, würde ich sagen, ne? Hoch. Ja. Also ein Tag auf der Messe ist auch immer anstrengend, da muss man auch ein bisschen sparen. Oh, tschüss. Wow. Na hier, überall. Vorsicht, Sperling. Ah, oh. Na, da haben wir Glück gehabt. Oh, nee, bist durchgedrückt worden, oder? Ah, nee. Hast du irgendwie nee, da ist er. Ja, Vorsicht, fahrende Fahrstühle. Ja, genau, geht am besten immer nur zu zweit drauf, ne? Denn es ist immer noch ab und zu so, dass wenn ihr euch über einen Haufen rennt, dass ihr dann sterbt. Das ist leider immer noch drin. Es ist aber seltener geworden. Es gab mal einen Patch, da war da, brauchtest du den einen nur schief angucken, da ist der gestorben. Ja, da geht's zum anderen Turret. So, und dann, das war's aber immer noch nicht. Leute, wir sind immer noch nicht am Ende. Wir können nicht noch eine Etage höher fahren. Ja, aber wie gesagt, eins der geilsten Schiffe, muss ich sagen. Also gerade was Exploration angeht, gerade auch so was den Aufbau angeht, was die Mitnahme angeht, was ihr alles mitnehmen könnt. Ihr könnt einen Shuttle mitnehmen, ihr könnt Fahrzeuge mitnehmen. Es ist wirklich fantastisch. Genau, hier ist der Ausgang auf der anderen Seite. Dann haben wir hier vorne nochmal eine große Karte. Auch richtig hier mit so einem Rundgang, mit so einer Railway, wo man sich dann trifft und bespricht. Und man sagt so, heute hier, ne, Saturn. Und dann fliegen wir darüber und ja, ne, sowas halt. Aber... Mal gucken, wie das dann letztendlich wird mit dem Exploration-Gameplay. Ich denke mal, dann wird das auch erst reinkommen. So, dann haben wir hier. Man kann dieses Schiff halt wunderbar als transportable Heimatbasis nutzen. Ja, absolut. Mhm. Also, absolut. Mega gut. Ne? So, dann haben wir hinten noch einen Escape-Pod für die Leute, die hier oben arbeiten. Dann haben wir hier noch EVA-Suits, Schränke. Denn hier vorne gibt es dann noch einen kleinen Balkon, der dann rausgeht. So. Ne, und das Ding hier ist natürlich so ein bisschen als Schleuse zu sehen, denn wenn wir hier jetzt rausgehen, dann sind wir im Freien. Steht auch Airlock drauf. Genau. Ne, so und, zack. Und da ist der Hangar, wo wir vorhin reingeguckt haben, von der Pisces. Das Schöne ist auch, ihr könnt auch hier direkt an der Seite vorbeigehen zum Beispiel. Ne, das geht alles. Das muss, glaube ich, das. Na ja, doch. Sagte er und fiel in den Hangar und war tot. Nee. Ich nicht. So. Na, und da unten können wir die Messe sehen. Auf der Tür steht auch IWE drauf. Ja, ja, genau. Na, da oben ist noch eine Turm drauf. Ach, schon ein sehr, sehr geiles Schiff. So haben wir auch schon den ein oder anderen FPS-Spaß mit gehabt. Also jetzt in dem Fall nicht Frames per Second, sondern First-Person-Shooter. Mal gucken, dass man das auch richtig sagt. Aber ja, genau. Mal hier noch hochgehen. Falls irgendwelche Deckreparaturen. Ne, hier oben, Turm. An alles gedacht. Gut, dann würde ich sagen, nächste Halle, oder? Gerne. Jo, sehr gerne. So, dann den schnellsten Weg nach draußen. Wer weiß ihn? Nach draußen. Oh. Ja, springen, oder? Sagen, genau, einfach runterspringen. Ja, wenn du es überlebst. Hast du es nicht überlebt? Ich bin im Hangar gelandet. Ja, Glück gehabt.
Genau, hier geht's auch noch lang, ne? Genau, hier ist dann die andere Seite, ne, wieder mit dem EVA-Suits. Hier gibt's dann wieder die, den Kartografie-Deck und hier ist wieder der Escape-Pod. Ach so. Hm? Genau, wir fahren jetzt einfach direkt runter, würde ich sagen, ins Subdeck, ne, und gehen dann wieder den Weg raus. Ich hab grad Haare im Gesicht. Ja, da hatte ich auch vorhin. So blonde, ne? Ja, ja. Das war meine gerade, ja, die bei Sperling drin waren. Ah, ich finde so auf so großen Schiffen, finde ich, kommt dieses Gefühl immer sehr stark rüber, dass das so ein Arbeitsplatz ist, ne? Dass man einfach irgendwann so richtig was zu tun hat, dass jeder so seine Abteilung hat und alleine schon der Gedanke, dass man irgendwie alles abdecken möchte, dass man so sagt, ach ja, ich mache Medical da in der Medizinstation, da mache ich noch Drohnenraum und da mache ich noch hier Turret. Das ist, allein der Gedanke, der ist schon so absurd. Ne, also das macht total Sinn, dass man später dann wirklich eine Crew hat. Müssen jetzt nicht echte Personen sein, können auch NPCs sein, je nachdem, wie ihr denn die bezahlt oder wie teuer die waren. In ihrer Bezahlung sind die dann auch dementsprechend gut oder halt nicht. So, gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal da drüben rein. Oder gibt's? Ich habe vorhin gar nicht auf den Plan geguckt. Gibt es zwei Hallen oder nur eine, die offen ist noch? Was ist einer? Der Menge an Schiffen müssten es zwei sein. Ja, ne, eigentlich schon, ja. Also die ganzen Hornets fehlen ja noch. Eben, und die F7, die machen ja. Also die, hier drüben, die Apex scheint offen zu sein, die Halle. So, machen wir mal hier wieder kurz. Zack. Zack. Also ich habe auch nicht wirklich aufgepasst, ich weiß es auch nicht genau. Ja, hier haben wir auf jeden Fall wieder die F8. Ah, Lightning, die haben wir jetzt ja schon die ganze Zeit gesehen. Die dreht sich ja hier schon. Und das Ding, jetzt können wir auch ja mal, da können wir jetzt immer was zu sagen, denn die ist auch wirklich von Anvil Aerospace. Sieht heute so ein bisschen anders aus, ne? Sieht so aus, als wenn sie gerade aus dem Gefecht kommt. Sie ist total abgerockt. Bei euch auch, oder? Ja, total. Ja. Der halbe Lack fehlt. Ja. Hat sich einer ausgeborgt heute Nacht. Geil. Vielleicht haben sie das Schadensmodell heute mal hier hingestellt. Total super. Sieht wirklich nice aus. Ja, auf jeden Fall ist das Ding ein Heavy Fighter und ein Bering Laser Monster. Also was da wirklich an Waffen dran ist, ne? Hier, da, hier, Bering, da oben, bam, 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 auf der anderen Seite, hier vorne auch nochmal. Ist wirklich unglaublich. Das A steht übrigens im Namen für FA, 8A Lightning steht für Army, also C gibt's auch, es gibt auch eine zivile Variante davon. Mhm. Und alle Komponenten sind hier auf dem absoluten Top-Level, ne? Zumindest auf, bei der A-Variante. Und die gibt es halt auch für den zivilen Gebrauch nicht, also zumindest nicht diese hier. Ja, und wir werden da eventuell, also sie spielt auf jeden Fall in Squadron 42 eine Rolle und eventuell werden wir sie da auch fliegen können. Ich gehe mal sehr stark davon aus, denn es wird auch die Möglichkeit geben, sie daraus dann mitzunehmen, wenn wir einen gewissen Spielverlauf dann verfolgt haben. Man kann ja auch, wie in anderen Spielen, auch bei Squadron 42, gewisse Bahnen einschlagen. Das ist ja nicht unbedingt so ein Strang-Level-Spiel, sondern es ist auch Open World, aber halt schon mit einer Story und man kann dann so ein bisschen auch Einfluss darauf nehmen, wie man sich dann verhält, ob man gut oder ein bisschen böser sein möchte. Ja, so ungefähr. Ne, mehr Infos wäre jetzt auch eine Spekulation. Hm. Ja, geil. Das sieht echt geil aus. Muss ich mir doch das Spiel noch holen. Musst du doch noch holen, wa? Hm. Ja, sehr geil. Freue dich auf die nächste Halle. Ich soll mich auf die nächste Halle freuen? Mhm. Hast du schon geschmult? Ja, ich habe schon drauf geguckt. Guck nicht drauf, geh einfach weiter. Na gut. Ja, die Figürchen, die kennen wir ja schon, ne? Den brauchen wir jetzt nicht nochmal anhalten. Ja, ja. Ja, geh weiter jetzt. Ja, die kennen wir, los. Oh ja, da hinten steht sie nochmal, die C-Variante. Sehr geil. So, und da steht auch die Hornet. Da fangen wir erstmal den Hornets an. Genau, das Ding hier vorne, das ist auch eine ganz besondere Hornet. Das ist die F7A Mark II. Das ist auch eine Militärvariante, die wir auch in Squadron 42 auf jeden Fall fliegen werden. Die wir aber so auch nie kaufen werden können. Weil es auch wieder, ne, sieht man hier vorne immer,
A. Und A ist immer Military. Und das ist nicht für die Zivilbevölkerung. Heißt aber nicht, dass wir da sowas später nicht irgendwie finden können. Aus Versehen, weil irgendwo runtergefallen, nur ein Flügel abgebrochen, Typi doch trotzdem tot, ne, dass wir das dann wieder reparieren können. Ne, das geht natürlich immer, aber offiziell kaufen werden wir das Ding nicht. Vielleicht auf dem Schwarzmarkt, ne, dann im Spiel, wenn es sowas gibt. Ne, ist also wieder eine reine Militärmaschine. Und ist vom Design komplett überarbeitet worden. Sah vorher aus wie die anderen Hornets da drüben. Da sieht man auch den Unterschied. Das Ganze ist hier wirklich weitaus schnittiger geworden. Ne, hier auch mit den Retro-Thrustern, ne, dass die hier so schräg weggehen. Und vorne die Schnauze ist auch so ein bisschen spitzer, ein bisschen dynamischer geworden. Ne, hat auf jeden Fall... Ah, sie gefällt mir sehr gut. Kommt man da rein? Nee, ne? Reinsetzen kann man nee, sie nee. Nicht. Steht zwar Leiter dran, aber ist keine Leiter drin. Nicht sowas, was ich das ist schon ein sexy Teil. Und was auch noch nicht richtig ist an dem Schiff, ist, dass wenn ich hier F drücke, dass hier nicht Rent steht. Das ist auch falsch noch. Ja. Aber wird's diese, das ist ja praktisch die Mark II, genau, der Hornet-Serie. Wird's aber schon in der zivilen Variante zumindest auch noch geben? Die gibt's ja schon. Achso, du meinst die Mark II, die überarbeitete Version? Ja, ja. Ah ja, war mal im Gespräch. Also, dass die eigentlich alle Hornet rein überarbeitet werden sollen, noch weiß ich aber nicht. Weil das Modell ist ja eigentlich ein altes. Ne, aber... Da drüben das, ja. Genau. Aber kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Würde ich cool finden, ja. Ich würde es ja cool finden, wenn es einfach nicht nur überarbeitet wird und dann ist das alte weg, sondern dass es einfach auch zwei Modelle gibt, ne? Die Mark I, ja, genau. Und die, dann halt die neuere überarbeitete Version, ne, die wir hier haben. Aber die kann man doch im Game kaufen, oder? Welche meinst du? Die normale Zivilvariante? Ja, ne, die Hornets. Ja, die. Ja, ja, genau. Die kannst du ja kaufen. Genau. Ja. Genau. Hier haben wir auch die ganz normale Variante, die Standardvariante. Da ist auch jetzt nichts unbedingt Besonderes dran. Sie ist ein Medium Fighter. Hat sich, glaube ich, mit den Updates in den letzten Patches auch verändert, denn was neu dazugekommen ist, ist, dass wir, glaube ich, hier unten an den Hardpoints jetzt auch Turrets anbauen können. Das ging mal eine Zeit lang nicht, da war dieser Hardpoint einfach nicht zur Verfügung. Aber wir können jetzt zum Beispiel hier an diese Variante auch den Doppel-Turret von der Super Hornet dranbauen, zum Beispiel, wenn wir da wollen. Also wir können die schon echt gut ausrüsten. Und mit dem neuen Schildsystem, jetzt mit der Überarbeitung dieser SDF-Schilde, ist auch die Hornet-Reihe wieder sehr gut geworden, denn vorher waren das wirklich Glaskanonen. Die sind einfach spontan explodiert, wenn da ein paar Schüsse draufgegangen sind. Das war echt nix. Die hatten sehr viele Schildlöcher und das war echt kein Vergnügen. Aber jetzt, mit den neuen Schilden, machen die auch wieder richtig Spaß. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert. Liegt jemand von euch aktuell im Spiel? Ja, ich hatte die bei 312, ab 312, so hatte ich eine. Mhm. Da konnte man dann später diesen Gimbalball oben reinbauen. Genau. Und vorne an der Nase auch diese Doppel-Hardpoints. Genau, das kann man halt jetzt machen. Das ist echt cool. Ja. Ne? Und dann geht das Teil richtig ab. Also ja. Das ist auch extrem schnell und wendig, das Gerät. Es muss vorsichtig sein, weil die Schilde halt nicht so stark sind wie zum Beispiel bei einer Vanguard. Das ist bei der Sebo und bei der Arrow auch immer so. Also man kann ordentlich austeilen, du musst aber aufpassen, dass du nicht getroffen wirst. Genau. Ja, vom Werk her aus ist die relativ gering bewaffnet, da ist nicht viel dran. Ne? Wir haben oben, was gerade schon gesagt wurde, die du hast es gerade Sperling, ne? Ja. Genau, da ist eigentlich oben so eine Art Cargo-Box drin, standardmäßig. Da könnt ihr halt zwei SCUs mit transportieren, wenn ihr das wollt. Ne, es ist also vom Werk her aus ist das nicht unbedingt jetzt ein Kämpfer. Ne, das ist einfach nur ein gut leicht bewaffneter Transporter, so ein kleiner. Ne, aber ihr könnt das Ding, wie gesagt, umbauen. Und insgesamt habt ihr dann hier zweimal Size 3 Fix Mantis Gatlings hier dran. Das sind die. Die sind vom Werk halt schon dran. Und ihr habt aber vorne an der Nose, könnt ihr noch Size 3, das habt ihr einen Size 3 Hardpoint, da könnt ihr entweder fix eine Waffe ranmachen oder halt dieses Turret. Und ihr habt oben halt diesen Ball-Slot, oder diesen Slot da oben, der eigentlich Size 5 ist. Und dieses Size 5, Size 5 Slot, der nimmt halt entweder diese Cargo-Box auf oder halt auch andere Dinge, ne, wie halt zum Beispiel diesen Ball-Turret, den... Ja. Den kann man jetzt gesagt hat. Kaufen, genau, seit 3.12 oder 3.13. Ja, der ist toll. Also kann man echt empfehlen.
Genau, ansonsten ist es echt Geschmackssache, das Schiff. Nicht jeder mag das Design. Ich persönlich finde es echt sehr schön, auch mit diesen Flügeln hier hinten, die übrigens als erstes immer abgehen, wenn man getroffen wird. Ne, aber geil. Ich mag da total gerne die Hornet-Reihe. Ja. Absoluter Fan von. Bin ich auch. Top. So, die Wildfire gibt's ja gar nicht, ne? Oder vielleicht steht die auch noch woanders. Es gibt noch eine Wildfire-Edition von dem Schiff. Unter anderem, ne, eigentlich muss es doch noch mehr Hornets-Varianten geben. Ich denke mal, die Ghost und die Tracker, die werden doch hier auch vom Militär benutzt, oder nicht? Das würde mich wundern, wenn nicht. Normalerweise statten sie eigentlich immer alle da in der Halle. Ja, ne? Genau, es gibt auf jeden Fall noch die Ghost-Variante. Das ist praktisch die Stealths. Genau, die Super Hornet, ne? Die auch der Zweisitzer, ne? Müsste ja eigentlich auch da sein, wundert mich auch. Und dann gibt es halt, wie gesagt, die Wildfire. Das ist so eine Sonderedition. Naja, vielleicht kommen sie ja noch. Ansonsten gucken wir sonst dann zur Invictus, zur Intergalactic Aerospace Expo an. So, dann gehen wir erstmal hier rüber. So, und da ist er auch schon, die Hurricane. Ne? Kurz gesprochen, kurz erwähnt vorhin. Ein Schiff, was auch schon relativ alt ist im Design. Könnte auch eine leichte Überarbeitung vertragen. Sieht man auch relativ selten im Verse. Und ist alleine, also eigentlich ein bis zwei Sitzer. Aber alleine habt ihr dann vorne hier wirklich nur diese Scatterguns. Und das könnt ihr total knicken. Ne? Aber da oben der Turm, der ist wirklich sehr, sehr stark bewaffnet. Da kommt er übrigens hier rein. Ne? Da müsst ihr so einen extra Zugang. Hier vorne, ne, da geht's dann rein, da fahrt ihr dann rein in den Turret. Ne, aber zu zweit macht das Ding schon echt Spaß, muss ich sagen. Das ist echt cool. Ist das Schiff, was bei Hard Bounty zurzeit der Hauptgegner ist, also bei... Stimmt, ja. Ja, die Hurricane und die Worm und ja, genau. Ja. Ja, da ist auch null Luxus dran an dem Ding, das ist rein Effektivität. Ist halt das aber Design. Ganz schön aus. Ja, sagen. Genau. Also, aber halt, wie gesagt, nur zu zweit. Ja. Ne, weil das da oben, das ist eigentlich der wirkliche Punch, der hier austeilt. Der obere Turm. Genau. Also wir haben hier vorne, auf jeden Fall hatte ich ja gerade schon gesagt, Scatterguns, ne, zwei Predator, zweimal Size 3. Und oben im Turm haben wir viermal Size 3 bemannt. Ne? Also viermal Size 3, das ist schon echt nicht schlecht. Ballistic Cannons könnt ihr euch natürlich equippen, wenn ihr wollt, aber trotzdem, das ist schon sehr, sehr gut. Und Cannons, die machen eh enorm Schaden, wenn sie treffen. Haben halt zwar nicht so eine Feuerrate, so eine schnelle, aber trotzdem, wenn sie treffen, machen sie dann doch schon gut Schaden. Und dann haben wir noch viermal Size 2 Ignite 2 hier drinne. Auf beiden Seiten. Und das war's auch schon. Ne? Mehr ist hier nicht dran. Ne? Es ist einfach nur ein Triebwerk mit ein bisschen Chassis und Waffen. Ja, also optisch ist sie nicht so mein Fall. Nee, meins auch nicht. Aber wie also gesagt, ich glaube, Flügel allein schon hinten, das gefällt. Das muss nochmal überarbeitet werden. Das ist, finde ich, ähnlich wie bei der Gladiator. Ich glaube, das ist auch so ungefähr der gleiche Zeitraum, wo die rausgekommen und man, sind. Wenn man direkt davor steht, denkt man, man guckt hier irgendjemanden ins Gesicht hier von diesen Transformers. Stimmt. Ja, Optimus. Ja, Optimus. Bist du es, Optimus? So, haben wir hier. Das ist irgendwie so ein Hatch haben wir hier. Ach, Schnauze genau. Vorne finde ich nicht so schön, aber ansonsten finde ich es eigentlich ganz hübsch. So, können wir das Ding jetzt renten hier oder nicht? Nee. Ah, verdammt. Ja, hier ist er nochmal. Die F8 Lightning, das ist aber... Ah, guck mal, das... Man könnte es auch leider nicht sehen, aber das wird wahrscheinlich auch die Militärvariante sein, denke ich mal. Warum sollte hier die Zivile stehen? Dann, ja. Wir können aber einsteigen. Oh. So. Heavy Fighter. Sehr schön. Hat auch schon einer angemacht, das Ding. Aber angeht noch nichts. Aber wir können uns das Ding zumindest schon mal von außen angucken. Das ist doch schon mal ganz geil. Und das ist wirklich ein Brett. Also das ist der absolut geile Heavy Fighter, finde ich. Mega cool. Cockpit-Bereich hat so ein bisschen was von der Vanguard. So ein kleines bisschen. Ah, ich finde auch diese Scheren, diese Flügel hier an links und rechts vom Cockpit, das sieht einfach so genial gut aus. Ne, wenn man sich die mal wegdenkt, ah gut, dann sieht es auch noch gut aus. Irgendjemand hat neulich erzählt, dass wenn der Pilot praktisch in die Kabine eingestiegen ist und die Kanzel sich schließt, dass diese beiden Scheren dann nochmal an das Chassis ranrücken. Okay. Sozusagen. Aber
Sieht nicht so aus. Ja, wobei, weil doch, wenn man sich das anguckt, könnte hinkommen. Zugs, was hast du da gerade gemacht? Hast du die Ölabwasserschlaube gesucht oder? Hä? Ja, drunter. Weil wenn ihr die Flügel anguckt, ja, die sind beweglich hier vorne. Ja, das, vielleicht wird das auch noch animiert, vielleicht ist das auch noch nicht drin. Ich wundere mich gerade überhaupt, dass wir da einsteigen konnten. Aber ist ja auch immer so eine Sache, ne? War ganz schön riskant, dass man da hier drin hängen bleibt. Ich glaube, Timmer hat das erzählt im Knusper-Stream, glaube ich, von der Messe. Was hat er erzählt? Hm. Dass diese vorderen Scheren zusammengehen, ah, okay, wenn, also sich praktisch ans an das Chassis anheften, wenn, wenn der Pilot das Cockpit betreten hat. Ja, ja, geiles logisch, Ding. Komplett richtig eigentlich. Ja, gefällt mir auch. Schön. So, ich starte dann jetzt mal, ja? Ja, ja, dann tschüss, ne? Ja. Wir treffen uns dann gleich oben, ne, bei Port Resta dann. Ja, das wie, wie, na, ich hab's ja schon gerettet und da können wir es dann nochmal testen. Durch die Kuppel. Gut, dann noch ein Schiff, auch ein Schiff, was ich sehr, sehr gerne mag. Die Valkyrie. Ein Dropship. Und wurde damals auf Drängen der Community dann irgendwann auch mit Standard-Cargo-Units ausgestattet, weil hatte nämlich keiner am Anfang. Und dadurch konnte es das Schiff auch erstmal gar nicht nutzen. Und viele haben dann gesagt, Mensch, hier ist doch Platz hinten drin. Da soll man doch so ein paar Kisten hinstellen können. Ne? Kann man jetzt. Ja, das ist ganz gut. Insgesamt sind es 30 Standard-Cargo-Units, die wir dann hier reinstellen können. Das ist nicht viel, aber zumindest immer so ein bisschen was. Und ein Fahrzeug kriegen wir hier auch rein. Locker. Ich glaube sogar 2, 3, 4. Ja, ist auch sehr geil. Passt da ein Tonk rein? Zeitklöne. Nee, leider nicht. Ich glaube wieder von der Höhe nicht. Ja, so breit, die rein. Wobei von der Höhe könnte ja passen, aber in der Breite wird es eng. Ja, wäre auch schön gewesen, das auch. Ja, wir haben halt nur eine Breite von 48, ne, in Außenmaß. Ja, obwohl, es ist sehr... ne, 38, Breite ist 38. 48 ist die Länge, sorry. Steht halt hinten irgendwas raus. Nee, also ein Panzer passt hier nicht rein. Sicher? Schon probiert? Ganz sicher. Also, nee, ich hab's nicht probiert, aber ich glaube, wenn hier ein Panzer reinpassen würde, dann wäre das schon durch die Community gegangen. Ich würde sagen, der passt rein. Na gut, dann passt der rein. Hat könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Können wir das mal ausprobieren heute? Können wir dann schon mal probieren. Ja, aber ich rente das mal, dann probieren wir das nachher einfach mal. Ich hab's schon gerentet. Ah, ich rente das auch, ich passe auch mal. So, dann haben wir hier noch Zugänge, da können wir raus und reinhüpfen. Das sieht auch ganz cool aus von der Animation. Ich zeige euch das mal kurz, zumindest das Reinhüpfen. Er klettert hier auch so richtig hoch. Das ist ganz cool. Dann haben wir hier noch Seitengatlings. Die können wir auch benutzen. Das sind kleine, eine, ja, so eine Gatling praktisch auf beiden Seiten zum Rausfeuern. Ist aber eher so für Bodentruppen, ja, für irgendwelche Peoples. Also auf Schiffe braucht er damit jetzt nicht schießen, da bringt es nicht so wirklich. Wenn man die Leute boarden lässt, dann kann man die schützen damit. Ja, ist halt auch nur Size 1, ne? Da kannst du genau, ne? Dafür die Leute, die hier rausdroppen, die kann man damit halt so ein bisschen schützen, genau. Gegen Infanterie. So, hier sitzen die dann. Einmal auf der Seite, ja, da sitzen die ganzen Jump Seats. Also, Fenster an dieser Tür ist ja auch cool. 20 Stück insgesamt, dann haben wir hier wieder so ein Turret. Das ist aber die gleiche Technologie wie in der Carrick, ne, ist die gleiche Animation, sehr, sehr cool, haben sie wieder hier verwurstelt. Hier sitzen die anderen 10, ne, auch hier mit dieser Scheibe und so, das sieht schon geil aus. So, dann können wir noch hoch. So, haben wir hier noch ein Turret. Das ist nämlich relativ gut bemannt. Also das ist, ich würde auch empfehlen, wer dieses Schiff fliegt oder sich besorgen müsste oder will, eine Person damit, also es sollten schon mindestens 3 sein. Ne? Ab 3 macht es erst wirklich Sinn, denn ihr solltet auf jeden Fall einen Pilot haben und ihr solltet auf jeden Fall diesen Turret hier besetzen. Und also das sonst, ja, das, ne? Das sollte schon auf jeden Fall drin sein. Und am besten auch den hinteren, den ich gerade da unten gezeigt habe. Denn das sind auch starke Turrets. Wir haben zweimal Remote Turrets. Die sind hier vorne, ne, an diesen beiden Sitzen. Aber die, ja, die richten auch nicht so wirklich viel aus. Da habt ihr einmal Size 3 dran, ne, an dem Ding. Ne? Einmal Size 3 ist halt nicht so pralle. Und an diesen bemannten Türmen, den vorne und den anderen, die ich euch gerade gezeigt habe, da habt ihr zumindest zweimal Size dran. Alles komplett MTG, also Mantis GT-220 Ballistic Gatlings.
1 bis 5. Bei den Remote-Turrets kann man, glaube ich, nicht wechseln, die Waffen, ne? Die sind fest. Ah, das weiß ich gar nicht. Hab ich noch gar nicht ausprobiert. Also im DPS-Kalkulator wird es zwar angezeigt, aber im Spiel kann man sie nicht auswechseln. Können wir ja mal testen. Ne? Dafür sind wir da. So, einfach mal kurz ins Mobiglas gehen. Zack, zack, zack. Ist jetzt natürlich nicht das Schiff hier. Aber ich wollte die mal auf Panther-Repeater umbauen und zwei oder vier Waffen konnte ich nicht umbauen. Ja, man kann den Hardpoint nicht ändern. In-game. Alles ja, stimmt. Weapon Left Wing, Remote Turret kannst du nicht. Wohl doch, kannst du umbauen. Das ist nur der Remote, den du nicht wechseln kannst. Aber die Waffe kannst du umbauen. Zumindest Weapon Right Wing Remote, das müsste der doch sein, oder? Ich weiß es nicht. Irgendwelche zwei Stück sind auf jeden Fall nicht gegangen, hätte ich gedacht. Kann sich jetzt geändert haben, das war schon in der 12er, glaube ich, wo ich das getestet habe. Kannst du alles machen. Ja. Sehr schönes Schiff, das muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Total geil. Richtig cooles Dropship. Und hier vorne haben wir den Pilotensitz. Und hier, der Pilot ist auch noch gesichert durch so eine richtig krasse Panzertür. Die man sogar von innen hier mit einem Fingerabdruck sichern kann. Ja, richtig gut. Aber Puck, weißt du, was ich gesehen habe? Es hat einer zwei Tonks und eine Ballista in den C2 reingequetscht. Aber reingekriegt, gut reingekriegt oder reingedrückt mit Backen und rum? Kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich habe es nur gesehen. Unterschrift. Ballista kommt da eigentlich nicht rein, weil die Raketen oben zu hoch sind. Ja, wenn es reinpasst, dann muss es auch richtig reinpassen und nicht einfach irgendwie so durch die Hülle drücken oder so. Ne, das zählt dann nicht. So, dann haben wir hier Betten. 1, 2, 3, 4, 5. Ne? Denn das Ding ist maximal für 5 Leute zugelassen, wollte ich gerade sagen. Also empfohlen, 1 bis 5. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, 3 Leute solltet ihr auf jeden Fall mindestens sein. Alleine macht das nicht so viel Sinn. Ne, dann haben wir noch ein Töpfchen, ne, so wie das gehört. Alles, was man braucht. So, und aber noch hier. Kleine Alarmanlage. Was sagst du? Aber da darf die Tür keinen Leck haben, weil sonst hast du hier hinten echt keinen Sauerstoff mehr. Ja, drin. Ja, das ist halt auch das, was so ein bisschen bemängelt wird, dass hier halt komplett das alles offen ist. Der Einzige, der eventuell noch geschützt wird, ist der Captain da vorne in seinem Cockpit. Aber ja, sonst und wird die das hier komplett geflutet. Ach ja, die auch, genau. Und die in dem Jump sitzen. Genau. Aber es kann ja auch sein, ne, dass man sagt, pass auf, Leute, das hier, das müsste noch zugehen, das Ding. Aber dass man wirklich sagt, wenn wir im All sind, ist der Raum hier, alles andere ist einfach komplett tabu. Ne? Die Turrets, die werden wahrscheinlich extra Sauerstoff haben, der andere Raum auch. Ne? Ja, aber das stimmt schon. Oder man hat Kraftfelder, ne, die den Sauerstoff zurückholen. Oder das, ja, kann auch sein. So eine Art, sieht's halt momentan noch nicht. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall ein geiles Schiff. Ich mag das auch total gerne. Gab es damals zum Release, gab es da eine Liberator Edition. Das war aber auch nur ein Skin, so ein bisschen Rostorange, auch sehr geil. Und ich bin auch sogar der Meinung, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das Ding hat keine Raketen. Da will man gar nicht glauben, aber es ist wirklich so. Und keine Raketen dran an dem Ding. Ne? Ist aber auch eigentlich nicht unbedingt erforderlich, denn das Ding ist in erster Linie ein Dropschiff und dafür ist es zuständig. Und ihr sollt ja jetzt nicht mit Raketen irgendwas bombardieren. Ne? Die Waffen sind dafür da, dass ihr wirklich reinfallen könnt, euch wehren könnt und gegebenenfalls auch ein bisschen was abschießen könnt. Aber in erster Linie ist das Ding da, um Bodentruppen abzulassen und abzuholen. Ne? Das ist halt die Hauptaufgabe. Da muss man ja auch mal immer so ein bisschen unterscheiden. Ja, 4,4 Millionen ingame, das geht. Das geht, da hat man schnell zusammengemeinert. Oder Bounty. Ja, da sind sie, die Turrets, die vom Remote ausgesteuert werden. Doch, die wirst du wechseln können, 100 Pro. Nur du kannst halt, wie gesagt, den Gimbal nicht wechseln. Ne? Das Ding bleibt beweglich, also du kannst da jetzt nicht auf fix gehen, weil das macht das auch keinen Sinn. Deswegen konnte ich keine Size 3 dann nicht anbauen, weil der Gimbal fix war, also hätte ich nur Size 2 wechseln können. Genau, und vielleicht hattest du keine. Ne, genau, ich hatte Size 3 besucht. Ja, und Raketen sind tatsächlich nicht vorgesehen. Nee, ne? Braucht man auch nicht, also. Nee, brauchst du auch nicht. Wie gesagt, ist ein Dropschiff, ne? Wo man jetzt losfliegt und Bounties mitjagen will. Also, da will ich mit runter auf den Planeten und. Genau. Ja, ja. Und Truppen absetzen und hinten noch ein Fahrzeug rausjagen. Ganz genau. Ja, die Fluggeschwindigkeit mit 1100 mit Afterburner ist aber auch richtig gut. Ja. Für die Größe. Nice. Auf jeden Fall, ich finde das auch
Das, ich mag das Schiff total gerne, auch optisch. Ja, ich muss auch sagen, Anvil Aerospace machen schon echt schöne, haben ein schönes Design. Ne, merke ich jetzt wieder mal. Bis auf die Gurken, da, die Gurke da hinten und die Gladiator, aber das zählt nicht. Mit solchen Sachen macht man sich immer total unbeliebt, wenn da so, so die absoluten Fans von den, vom Gladiator-Design so. So, hier gucken wir jetzt mal auf das Schild drauf. Ah, das war's. Tatsächlich. Es gibt die anderen Varianten, gibt's hier nicht. Die anderen Hornet-Varianten. Das wundert mich total. Das ist echt komisch. Also, dass die Ghost und die Tracker, dass die nicht vom Militär eingesetzt werden oder vom UEI, das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss mir einer mal lore-technisch erklären. Ja, vielleicht waren es Blattgründe. Ja, oder die haben keine da, weil die alle in Erwartung sind. Ja, das kann sein. Stimmt, die bauen die gerade um. Das ist sonst zu sehr, wird man da Geheimnisse verraten. Muss ich jetzt erst nur so richtig schön reden. Gut, aber unten steht noch was. Ich habe jetzt auch gerade gar nicht auf dem Schild gesehen, ob wir überhaupt irgendwas im Holodeck haben. Vielleicht haben wir auch heute gar kein Holo. Ah, das glaube ich. Die Crucible könnte da halt sein, ne? Aber das ist auch das Einzige, was mir jetzt einfällt. Oh mein. Oh, falsche Seite. Ja, wenn Crusader da ist, der Gasriese, dann werden wir auch mal wieder eine richtig schöne Stanton-Expedition machen mit der Carrick. Dann werden wir uns schön beladen und losfahren und uns die besten Spots angucken. Das haben wir ja schon mal gemacht. Das macht auch richtig Bock, finde ich. Einfach mal ganz in Ruhe los. Also laut dem Schild da vorne ist kein Holo da. Nee, ne? Meine ich auch so gelesen zu haben gerade. Da ist nur diese Raketenschleuder. Die Ballista. Genau. Ballisto. Ja. Mmh. Früher lecker. Gibt es das überhaupt noch? Keine Ahnung. Ja, denk schon. So, da die ist Ballista. Die Ballista. Wird erst wieder richtig geil, wahrscheinlich mit dem Missile Operator Mode. Im Moment, ja, kann man machen, ne? Aber ich glaube, der Missile Operator Mode wird da nochmal richtig was reißen an dem Ding. Das ist ein Militärfahrzeug, 17 Meter lang. 7 Meter breit und 5,5 Meter hoch. Crew ist 2, ja, 2 würde ich auch empfehlen. Ihr könnt das Ding natürlich auch alleine fahren, aber auch wieder hier mit 2 Leuten macht es erst richtig Sinn, denn ihr habt einmal die Möglichkeit, aus dem Cockpit in diesen Turret zu gehen und da hinten gibt es noch einen, hier, da seht ihr ihn schon so ein bisschen leuchten, der bedient halt hier hinten diesen Missile-Turm und das macht halt nicht so Sinn, wenn man jetzt immer vom Cockpit oder von vorne vom Fahrersitz da hinten in diesen Turm geht. Ne, gerade wenn man mal weg muss, dann ja, nee, würde ich nicht empfehlen. Also 2 Leute solltet ihr dann minimal schon mitnehmen. Ne, auch geil zum Beispiel sind diese Hydraulikstützen, die meines Erachtens noch nicht richtig funktionieren, aber irgendwann sollte man die wahrscheinlich auch ausfahren können. Dann, wenn ihr da oben diese Torpedos da wegschießt, dann sollte das Ding auch nicht wegrollen. Ne, hier vorne haben wir auch noch welche. Aber ich meine, die sind noch nicht da. Ne? Das ist noch nicht animiert, ne? Das nee. Ganze. Nee. Genau, wir haben hier vorne, das hatte ich ja gerade schon gesagt, ein Size 2, also 2x Size 2 Scorpion GT215 Ballistic Gatlings hier oben drauf. Was schon nicht schlecht ist, also für Bodenfahrzeuge, für so Bodentruppen, ne, oh, kann man natürlich auch auf Schiffe schießen, ne, logischerweise, aber dafür sind die Raketen natürlich ein bisschen geiler. So, und jetzt ratet mal, was haben wir denn da oben? Alle gucken jetzt auf ihren. Na gut, ich verrate es. Gatling Size 2 oder so ist er jetzt klar. Ja, wir haben 2x Size 5. Ach, die Raketen. Genau, die Raketen. Ne, und ach, dann haben wir noch 2x Size 7. Die Helion. Ne, das sind die hier. So, und mit dem Missile Operator Mode. Jetzt im Moment ist es noch so, dass man, klar, man kann das schon ein bisschen verwalten, indem man halt die einen Raketen ausschaltet und dann erst die einen schießt und dann kann man durchswitchen. Aber ich glaube, mit dem Missile Operator Mode wird das alles noch ein bisschen geiler werden. Ne, dass man das richtig gut verwalten kann und ja, tut schon. Wird cool. Aber die ist schon wirklich für den Boden-Luft-Einsatz gedacht, oder? Also ja, genau. Ne, um auch irgendwelche Stationen zu schützen. Aber auch hier eine, ja, man umso mehr, umso besser, ne, sag ich mal. So, und es gab auch zum Release, meine ich, gab es ein paar Editionen als Skin. Den Snowblind und den
Dune Stalker. Ich glaube, das war zum Release, ne? Und das war jetzt einfach auch nur ein Skin, also kein anderes Loadout. Das war aber auch noch vor der Zeit, meine ich, wo Cloud Imperium Games sich entschieden hat, Ingame-Skins oder Extra-Skins zu verkaufen. Da haben sie einfach Varianten verkauft. Und da konnte man sich dann halt eine davon aussuchen. Und die eine war halt dann weiß und das andere war dann halt so ein bisschen Wüste. So, genau. Kann man sich reinsetzen und dann kann man hier richtig schön Raketen schießen. Müssen wir auch mal wieder machen. Denkt dran, immer hier das Ding auf jeden Fall anschalten erst, bevor ihr dann in den Turret geht. Weil wenn ihr dann erst in den Turret geht und nicht das Ding angeschaltet habt, dann habt ihr nämlich das Problem, dass hier nichts funktioniert. So, so sieht das Ganze dann aus. Ich hatte beim letzten Mal das Problem, als ich sie getestet hatte, dass sie scheinbar überhaupt gar kein eigenes Gewicht hat. Also sie ist da wie so ein kleiner Flug. Ja, das ist auch, das sollte aber wieder weg sein. Das war generell bei Fahrzeugen so, dass die einfach wie schwerelos dann irgendwie sich gedreht haben. Das war auch bei dem Rock so. Ja, das war nicht cool. Aber ich glaube, das ist weg. Ja, und die Holohallen sind zu. Guckt euch das an. Einfach zugemacht. Das gibt's doch gar nicht. Verrückt. So beruhigende Musik haben wir gemacht, falls die Leute hier so schöne Musik. Ja, Freunde, und das war's. Mehr ist es nicht. Ich guck nochmal rauf. Nee, haben wir alles gesehen. Tja, verrückt. Hätte gedacht, das ist mehr. Aber gut, so ist das. Ne? Ja, und das war eigentlich schon so. Auch wenn man sie glauben mag, aber das war die letzte Ausstellung jetzt für die nächsten zwei Tage von der Invictus Launch Week. Ne, wann ist es? In zwei Tagen haben wir zwar noch Drake Interplanetary, aber das gilt natürlich nicht mehr für die Invictus Launch Week, denn die sind nicht eingeladen. Ne, das ist, die haben ihre eigene DefenseCon und die werden wir uns natürlich auch noch angucken. Aber die ist nicht hier, die ist am Spaceport, ist ein extra Eingang. Geiles Bild hier auch, ne? aber da bin ich auch mal gespannt. Da noch irgendwas kommt, was wir noch nicht kennen. Aber im Grunde genommen wird es ein anderer Aufbau sein. Die ganzen Hallen werden anders gestaltet sein. Die Farbe wird anders sein. Und es wird auch Holodecks geben, bin ich mir ziemlich sicher. Und da freue ich mich auch schon total drauf. Und dann sehen wir uns da in zwei Tagen wieder. Und ihr seid wieder eingeladen mitzukommen. Gerne, bin wieder dabei. Super. Und wir holen uns jetzt noch ein Eis, wie immer. Ja, wir haben von gestern noch nettes Eis bekommen. Genau. Nicht verraten. Herr Sitko gibt uns nie das versprochene Eis. Das merkt er sich. Gut, Leute. Dann Miko Puck, Ray, Silent Buck und Sperling. Schön, dass ihr dabei wart. Gerne doch. Und ich hoffe, jo, ihr habt wieder eine Menge gelernt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.